whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr am Start seid. Moin Patrick, moin Baufuchs, moin Buddy, moin Ralf und moin stabile Typen. Euch viel Erfolg gleich hier auf der Strecke. Zumindest zum Teil müsstet ihr ja hier unterwegs sein. Ihr seht es hier im Hintergrund. Moin Uwe, auch am Start. Sehr schön. Qualifying hat gerade begonnen. Wir sind heute, wie ja, jeden Montag eigentlich fast, bei Racing League Esports. Heute ist der 6. Lauf. Also 5 haben wir schon hinter uns. Heute der 6. Lauf hier auf Monza in Italien. Habt es wahrscheinlich schon, ja, vielleicht erkannt hinter mir. Qualifying hat gerade begonnen. Wir haben, lasst mich gucken, 24 Autos auf der Strecke. Sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, da gehen wir doch mal direkt hin. So, Bild kommt gleich. Keine Angst, da ist es. Ja, wir sind hier, wie gesagt, auf Monza unterwegs. Strecke steht noch auf schnell, muss man sagen. Mal gucken, ob es schon optimal wird oder noch optimal wird hier im Qualifying. Sound passt auch, sehr schön. Ja, Wetter sieht aber sonst eigentlich ganz gut aus. Hier leichte Bewölkung, Temperaturen 22, 25 Grad. Und der Maniacs auch im Chat dabei. Heute nicht beim Rennen dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Glaube, 10. in der Gesamtwertung. Aber gucken wir uns nachher nochmal beim Start an. Wenn wir die Startausstellung haben, dann können wir nämlich mal gucken, wer denn wieder Punkte gut machen kann. Wer euch vielleicht ein bisschen was federn lassen muss. Aber das dauert noch eine gute Viertelstunde. Ja, wen sehen wir hier? Wir haben hier den Chris Finn. Der jetzt, hat er schon eine Zeit gesetzt? Nee, noch nicht. Geht jetzt auf die erste Zeitete, glaube ich. Ist der Führende in der Gesamtwertung auf jeden Fall. Also mal sehen, was er hier heute vielleicht an Abstand ausbauen kann. So viel Vorsprung ist es tatsächlich nicht. Moin Berlin 69. Haben wieder ein paar Leute aus der Hauptstadt hier dabei. Ja, aber wir gucken vielleicht einfach mal durch, wer ist denn heute so überhaupt am Start. Der ein oder andere nicht, auch der etwas weiter vorne in der Gesamtwertung steht. Auch der Hoshi Blume, ich weiß nicht, ob er immer noch im Urlaub ist, keine Ahnung. Aber der ist heute auf jeden Fall nicht dabei. Ah, neues Rig. Na, dann hoffe ich, dass es ja, sich lohnt, aber gehe ich mal von aus. So ein Rig baut man ja nicht immer neu um oder kauft sich ein neues. So, jetzt mal kurz hier die Autonummern sortieren, damit wir auch wirklich alle erwischen. Warte mal. Wo wollte ich denn hin? Spotter Guide wollte ich hin. Weil sonst übersehe ich irgendeinen. Während wir links hier hoffentlich gleich die ersten Zeiten sehen werden. Haut das überhaupt hin alles hier? Ja, ich hoffe doch. Müssen wir gleich mal gucken. Also Philipp Altentauer haben wir auf jeden Fall jetzt hier im BMW M4. ATP Racing steht hier zumindest als Team mit der Nummer 5 hier unterwegs. Dann haben wir den Ralf Kmikowiak. Der mag, glaube ich, heute nicht dabei tatsächlich. Auch hier ein Auto oder ein Fahrer, der immer vorne mitspielt. Jetzt haben wir die erste geschnellte oder erste gezeitete Runde. Patrick Schröter jetzt mit einer 1:49.1. Ralf Mikowiak ist noch hier aus seiner schnellen Runde für R&M Racing. Jörn Kunkel haben wir dann mit der 32 im Ferrari. Also hier zumindest markentechnisch mal Lokalmatador, wenn man so möchte. Für JK Racing mit der Nummer 32 gerade hier zur Anfahrt durch die Ascari, wo wir wahrscheinlich heute auch den einen oder anderen schönen Zweikampf sehen werden. Moin Sindre. Dann haben wir den Herrn Jungkönig für The Dude Brothers. Ja, auch im M4 unterwegs. Ich glaube, wir haben relativ viele BMWs heute am Start. Dürfte, ja, viele BMW-Duelle geben auf jeden Fall. Er hat auch schon eine Zeit gesetzt. Müsste, lass mich gucken, eine 1:51.8 gewesen sein. Ja, damit hier 2,6 Sekunden momentan noch hinter der Spitze. Aber das sind ja erst die ersten Runden. Also da, denke ich mal, wird noch einiges nachkommen. Dann haben wir Kai-Uwe Kohlschütter hier, auch im BMW mit der 36, Go Fast Racing, gerade durch, jetzt habe ich den Namen der Kurve vergessen, nach der ersten Schikane Richtung Schikane 2, hat noch keine Zeit gesetzt, wir haben erst 16 Autos jetzt mit einer Zeit. Ralf Schäfer haben wir dann im McLaren zur Abwechslung mal, gerade aus der Lesmo 2 raus, hier im Windschatten von einem Audi, mal gucken, er ist ja auf einer gezeiteten oder gültigen, aber keine, die ja besser sein wird als die davor, 3,4 Sekunden im roten Delta. Da wird er jetzt mal gucken, dass er gleich ein bisschen freie Fahrt nach vorne bekommt.
Ah, hast verpasst. Das ist schade, ja. Ja, ich weiß nicht, wann Anmeldeschluss war. 14 Uhr oder so, ne? Das glaube ich immer. Ja, haben, glaube ich, 11 Absagen und 4, die sich nicht geäußert haben, sozusagen, ob sie mitfahren. Alle anderen sind heute wieder dabei. Kian Ukrug wurde hier, glaube ich, im Chat auch schon angefeuert vom Baufuchs, genau, hier mit der 59. Ja, auch im BMW M4 unterwegs, momentan auf der 14. Auch hier wieder Richtung Ascari, die er leider verpasst und damit die Runde ungültig wird. Muss dazu sehen, dass er hier bis aus dem Weg kommt. Ich glaube, dahinter kam nämlich einer. Genau, da ist nämlich der McLaren, aber funktioniert alles hier. Ach so, okay. Okay, okay. Dann haben wir den Nick Wasmer hier an dem 63er McLaren. Also schon mal mindestens zwei McLarens am Start, der hier tatsächlich zeitgleich mit Marc Wittmann auf der 2 ist. Ja, mal sehen, ob Patrick Schröter da vorne nochmal angegriffen wird, der eine 48,8 inzwischen hingezimmert hat. Also momentan da ganz gut unterwegs ist. Wäre gar nicht schlecht für ihn, aber jetzt sehen wir gerade, Wasmer jetzt hier 0,2 Sekunden rangekommen. Also der wird ihm auf jeden Fall mal gefährlich. Moin Axel. Achim Pfeiffer haben wir dann im 70er BMW M4 schön ja, in lila gehalten für Straubing Simracer unterwegs. Hat auch schon eine Zeit gesetzt, ist aber auch noch keine ja, richtige, würde ich mal behaupten. Denn hier bereits in der praktisch zweiten Kurve oder dritte offiziell hat er schon eine halbe Sekunde rausgeholt. Erste Schikane lief wohl nicht ganz optimal. Aber jetzt hat er ein bisschen Verkehr. Mal gucken, was er in der zweiten Schikane vielleicht rausholen kann. Ah, die hat er nicht ganz bekommen. Damit ist die Runde auch dahin. Also 12 Minuten hat er noch Zeit. Eisen, fährt er heute mit? Ich weiß es gerade gar nicht. Seinen Namen lese ich bis jetzt jedenfalls nicht. Keine Ahnung. Thorsten Hofmann haben wir jetzt hier auch im McLaren mit der 74. Green Hornets Racing kommt gerade hier aus der Boxengasse raus. 2,2 Sekunden fehlen ihm offen oder momentan nach ganz vorne. Dann haben wir Aaron Racer hier auf der, ja, jetzt 8. Position, ATP Racing Team mit der 83, wie gesagt, viele, viele BMWs, auch er hier in dem Fabrikat unterwegs. Matthias Lang haben wir dann auch in einem lilanen M4. Hoffentlich verwechsel ich den jetzt nicht, nee, hatten wir noch nicht, ne? Hatten wir nämlich ja noch einen dabei. Ja, auf der 4. Position jetzt hier mit der 88. Da haben wir Christian Brandl, der auch im BMW unterwegs ist. Ja, sah ein bisschen komisch gerade aus, aber mit der 91 CB Sport, gerade aus Lesmo 2 mit einer ungültigen Runde. Dann haben wir Chris Konrad, der hier auch, ja, auch im BMW unterwegs ist. Wie gesagt, viele, viele BMWs. Er hat die 92, also nochmal ein mehr. Hier momentan auf der 11, 0,3 Sekunden im Delta. Gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe die Abstände an. Erstmal gucken wir uns hier jedes Auto an. Hier haben wir mal wieder einen schönen Ferrari, nämlich den von Marc Wittmann. Für Team Racing mit der 95. Auch momentan gar nicht so schlecht platziert. Ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde fehlen ihm nach ganz vorne. Aber in den nächsten 1-2 Startreihen, ja, da fehlen ihm nur 1-2 Zehntel. Die kann man auch gerne mal rausholen irgendwo. Dann haben wir einen Audi mit Kai Moll. Der ist nämlich hier auf der 5. Direkt davor gerade in der Box. Ja, ich denke mal, der wird nochmal rausfahren. Hier ist ja noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir Thorsten Käser im BMW. Da gerade rechts aus dem Bild gefahren, da ist er jetzt für ATP Racing mit der 115. Dann mal Patrick Plöger, einer der ganz, ganz wenigen Lexus, wenn nicht sogar der einzige, ja, heute auf jeden Fall, wenn ich es richtig gesehen habe, aber vielleicht sogar im Anmeldefeld, sage ich mal, im Fahrerfeld allgemein. Ja, er natürlich hier mit dem Lexus auf den Geraden, doch gut ausgestattet mit der Topspeed des Fahrzeuges hier. Jetzt kam, glaube ich, gerade aus der Box erst, deswegen werden wir diese Runde noch keine Zeit sehen. 1,8 Sekunden nach ganz vorne für ihn momentan. Dann haben wir Bernd Petersen noch in der Box stehen, oder schon wieder, muss man sagen. Der hat auch schon eine Runde gesetzt, alle anderen nämlich auch schon. Der hat 2 Sekunden nach ganz vorne für Green Hornet, der 142er Porsche. Ja, der wird es eher schwierig haben hier auf der Geraden. Dann kommen wir zum Honda von Patrick Schröter, haben wir schon gesehen, auf der ersten Position. Auch gerade aus der Box gekommen, holt jetzt hier Anlauf für eine nächste schnellste Runde hier. Und dann gucken wir mal, ob er vielleicht noch weiter nach vorne fahren kann. Wäre, wie gesagt, nicht schlecht. Gucken wir uns nachher mal in der Gesamtwertung an. Da würde er doch, glaube ich, ein paar Plätzchen nach vorne gut machen können.
Dann kommen wir zu Sven Siegenthaler mit der 776 im Ferrari. Auch er hier gerade in der letzten Kurve, allerdings eher schon in einer gültigen aktuell umbringt. Naja, immerhin nochmal 1,5 Zehntel mit. Damit wird er den Schäfer erstmal verdrängen. Auf die 10 geht's jetzt. Dann fehlen ihm aber noch einige Zehntel bis Platz 9 und vor allem zu Platz 8. Da fehlt mal locker eine halbe Sekunde. Also da haben wir gerade einen relativ großen Abstand. So, dann kommen wir nochmal hier zum Führenden der Gesamtwertung. Chris Finn für die Affenbande mit der 871. Auch im Honda unterwegs. Gerade hier aus Lesmo 2 sehr weit draußen. Aber scheint noch gültig zu sein tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Was kommt das schon wieder hier? Das habe ich ja keine Zehntel sagen. Naja, zum Glück kann ich ja Sekunde sagen. Also Chris Finn hier mit 0,4 Sekunden noch auf der 3, aber hat hier alle Möglichkeiten, auf die 1 vorzufahren. Wäre für ihn auf jeden Fall mal wichtig, sich dann vorne zu zementieren. Dann Christian Buddy hier auf der 16 aktuell 1,8 Sekunden. Too low for you haben wir mit der 939. Eine höhere Zahl haben wir noch. Onur Kacan haben wir hier im Porsche. Also ich glaube, 2 Porsche haben wir heute auf der Strecke. Ja, hier, ja, auf der 23 aktuell. Geht jetzt hier auf eine weitere Runde. Mal gucken, was da geht. 3,4 Sekunden. So, dann haben wir sie alle einmal. Dann gucken wir gleich mal, was hier die Abstände so sagen. Moin Mike nochmal und Jalischa, moin moin. Und der Timo auch dabei. Sehr, sehr schön. So, neue schnellste Runde von Chris Finn. Das hatte sich eben schon ein bisschen angedeutet. Eine Stunde, wollte ich schon sagen, eine Minute 48,7. Also da fehlt ja nicht mal 0,1 Sekunden zu Patrick Schröter hier. Ja, wäre mal nicht schlecht für ihn, nochmal richtig weit vorne zu landen. Ich kann mal in die Tabelle kurz gucken. wo ist er denn bis jetzt so gelandet? Ja, zweimal DNF hat er. Die ersten 3 Rennen hat er gar keine Punkte geholt tatsächlich. Vorletztes Rennen Silverstone und letztes Rennen Barcelona war sein bestes Ergebnis. Lass mich lügen. Zweiter oder dritter müsste das gewesen sein. Ja, also der kommt im Laufe der Saison erst so richtig in Fahrt, hat man das Gefühl. Gucken wir mal, ob er hier wieder auf dem Podium landen wird. Damit haben wir Nick Wasmer hier auf der 3. Ja, da auch nochmal 0,2 Sekunden. Dahinter auch nochmal ein kleinerer Abstand. Dann wird es doch relativ eng bis Platz 8 zumindest. Julian Kunkel haben wir hier auf der 4. Bis Platz 8 haben wir den Ralf Mikowiak, der aber gerade in der Box steht. So, Aaron Racer haben wir 1 Sekunde Abstand. 0,4 fehlen da zur nächsten Position. So, mal sehen. Gehen wir aber erstmal dahin, wo haben wir eine schöne grüne Deltas. Aber Platz 7, das passt doch. Wo ist er denn gerade? Ja, durch die erste Schikane. Also gerade erst am Anfang der Runde hier. Ja, können ja mal mitfahren. Machen wir eh zu selten. 7 Minuten haben wir noch. Hier geht natürlich alles Vollgas. Früher gab es hier noch so eine Überführung, glaube ich. Ist inzwischen nicht mehr da. Da konnte man sich ganz gut orientieren. Aber hier sehen wir ein bisschen zu schnell reinlaufen lassen. Hier ist der Exit, wie auf vielen oder in vielen Kurven, viel wichtiger als der Entry. Kennen wir alle den Spruch. Dann haben wir hier die Lesmo 1. Schön eng halten. Schön früh aufs Gas gehen. Hier kann man schön weit rausgehen. Macht er auch hier. Wunderbar. Und dann hier vor dem 50-Meter-Schild. Oder da ist auch ein Strich. Da kann man sich gut orientieren. Hier in Lesmo 2 rein. Denn, ja, das Schild da. Das 50-Meter-Schild wird da gerne mal weggefahren. Vor allem im Zweikampf. Also lieber mal an der Linie orientieren. So, dann geht's hier Richtung Ascari-Schikane. Auch eine sehr, sehr berühmte Kurvenkombination. Mal gucken, wie viel Curb nimmt er mit. Ja, ordentlich. Dann hier rechts aufpassen. Da hebelt einen Curb gerne mal aus. Aber auch der hier links. Da sehen wir es sogar. Heck wird leicht. Oder ein wenig leicht. Aber nicht so sehr, dass er hier das Auto verliert. Ja, und bringt zumindest mal ein bisschen Zeit mit hier. Ja. Aber wir sehen es hier, der Rutscher hat sich bemerkbar gemacht hier auf der Geraden. Das ganze Delta, ja, verschwindet nahezu. Mal sehen. Letzte Kurve, anbremsen, früher Apex und früh aufs Gas gehen. Dann kann man sich hier schön raustragen lassen, nicht zu weit. Da rechts sehen wir noch so schön Wurstkörb. Der einzige da weit und breit sollte man aber trotzdem nicht mitnehmen. Kommt hier aber mit plus minus null quasi über die Ziellinie. Also diese Runde keine Verbesserung für den Marc Wittmann, der, glaube ich, das letzte Rennen gewonnen hat. Ja, der hat Barcelona gewonnen. Ja, sehr, sehr interessant übrigens. Wir haben jetzt 5 Rennen hinter uns und 5 verschiedene Sieger tatsächlich. Mal gucken, ob heute der 6. dazu kommt. Chris Finn, der hat nämlich auch schon gewonnen. Im Bathurst war das, das Rennen 3, der hier gerade eben noch auf der 1 war. Jetzt haben wir Julian Kunkel ganz vorne mit einer 1,58,577. Der hat, glaube ich, noch nicht gewonnen, oder? Ach doch, hier. Kialami, 2. Rennen hat er gewonnen. Ah, wir sehen schon, die ganzen Gewinner
der letzten Rennen sind hier auch am Start. Ganz vorne alle dabei fast. Zumindest die überhaupt dabei sind heute. Ja, dann gehen wir mal zum Patrick Plöger auf die 10. Wie gesagt, hier der einzige Lexus. Kann euch natürlich hier ganz kurz mal die Marken einblenden. Blenden wir uns nachher sowieso noch ein, aber da könnt ihr euch schon überzeugen. Doch sehr, sehr viel BMWs haben wir. Zwei Porsche, ein Lexus, der sich hier leider gerade in das Ascari weggedreht hat. Dann haben wir zwei Hondas auf den Plätzen 2 und 3. Drei Ferraris haben wir, McLaren einen, zwei Audis haben wir dabei. Und dann hört es irgendwie auch schon auf. Ja, kein Lambo dabei heute. Ich weiß gar nicht, ob es ein Lambo gibt in der Liga. Ja, gucken wir mal. Wir haben noch einige Rennen vor uns. 19 insgesamt. Heute das 6. Geht so langsam also auf die 30% zu. So, wer ist denn jetzt nochmal hier gut unterwegs? Da gucken wir doch mal. Ja, vorne noch einige tatsächlich. Der Nick Wasma im McLaren. 0,3 Sekunden fast. Und Joe Pinder und Major Modogwam, danke für eure Follows. So, ich glaube, die 5 Minuten sind schon so gut wie oben. Ich kann jetzt wieder Zehntel sagen, glaube ich. Ja, und wir sehen auch einige Zehntel noch im grünen Delta. Vor allem ganz vorne wird noch ordentlich nach guten Zeiten gejagt. Achim Pfeiffer, haben wir den schon im Bild gehabt heute? Ja, ach ja, ist er einer der lilanen BMWs hier auf der 22 mit einer Sekunde. Und Julian Kunkel hat vorne nochmal nachgelegt. Ja, aber kann nur minimal gewesen sein. Abstand jetzt nicht wirklich größer geworden. 48,577. Ja, schon mal eine recht respektable Zeit hier. Im zweiten Split auf jeden Fall. Im ersten wahrscheinlich sind die nochmal einen Tick schneller. Zumindest mal ganz vorne. So, gucken wir mal. Matthias Lang. Ah, siehst du, da ist der andere. Ja, hoffentlich fahren die im Rennen nicht hintereinander. Dann verwechsel ich die wahrscheinlich immer. Die 88 und die... wo ist er? Habe ich den wieder verloren. Wo war er denn? Ah, hier Pfeiffer. Und die 70, genau. 88 und 70. Da haben wir sie beide. So, ja, wir bleiben aber auf Matthias Lang drauf. Denn der, ja, ist auch sehr gut unterwegs hier. Also erste Startreihe wäre absolut möglich. Mal gucken, wie hier die letzte Kurve, die Parabolika, so funktioniert. 0,4 Sekunden. Jawohl, hier wird schon rechts gefahren. An den Track Limits und ja, auf die 5. Position. Und damit ist es vorne doch sehr, sehr eng geworden. Also die ersten 5 da so in 2,5 Zehnteln gerade mal. Das ist jetzt nicht super viel. Mal gucken, wie das im Rennen ist. Ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn da keiner vorne einfach wegfährt, sondern wir da schön lange Duelle sehen. Eine Stunde fahren wir ja heute. Nächste Woche sind wir auf Indianapolis. Da sind wir 1,5 Stunden dann unterwegs. Also da haben wir nochmal ein bisschen mehr Renn-Action hoffentlich dann. So, guck mal kurz bei Bernd Peters auf der 19. Auch da geht es nochmal ein gutes Stück nach vorne auf die 13 nämlich. Und damit schließt er hier so fast an den Top 10 an. Da fehlen auch nochmal ein paar Zehntelchen. Mal sehen, eine Runde hat er auf jeden Fall nochmal Zeit hier mit seinem Porsche. Mit der 142. Ja, Wittmann auf der 6. Wo ist der gerade? Anfahrt zu den beiden Lesmos gleich. Hier erstmal durch die zweite Schikane. Mit den schon Wurst-Curbs hier, einem doch recht groben Ausgang, also Curb am Ausgang da. Ruppelt doch ordentlich im Lenkrad. Ja, mal sehen. 0,2 Sekunden Aaron Racer auf der 7. Hinter auch nochmal gut unterwegs. Muss er auch, denn der Abstand ist, wie gesagt, da doch recht groß zu den nächsten Positionen. 3/4 Zehntel fehlen da tatsächlich. Mal sehen, ob er da nochmal verkürzen kann. Und vielleicht sogar den einen oder anderen schon mal hinter sich halten kann. Und dann, ja, hoffen wir gleich mal hier in wenigen Minuten, dass der Start gut verläuft. Berühmte erste Kurve allgemein hier. Monster natürlich mit den Langgraden. Hat so viel, viel Topspeed. Und dann in die harten Anbremszonen, die es hier zuhauf gibt. Da kratzt doch gerne mal. So, der ein oder andere hat das Qualifying schon beendet. Wir sehen es hier links im Tower. Ein paar sind schon in der Box. So ein Drittel würde ich mal schätzen. So, Marc Wittmann war kurz mal auf einer Purple Lap unterwegs gewesen, Eingang der letzten Kurve. Kann er leider nicht ganz mitnehmen. Aber wird trotzdem nochmal sich da vorne einfügen auf die 2. Position.
Also das sieht erstmal vielversprechend aus. Aber Qualifying ist Qualifying und Rennen ist Rennen, wissen wir alle. So, gucken wir nochmal Ralf Mikowiak an. Müsste einer der letzten sein, der hier zumindest mal mit einer Verbesserung unterwegs ist. Onur Kart schon auf der 22, vielleicht noch Christian Buddy auch nochmal. Vielleicht auf einem letzten Schuss unterwegs. Ne, Buddy leider jetzt mit einer ungültigen. Aber gucken wir mal. 1, 2, 3 Autos sind ja noch unterwegs. Haben es vielleicht gerade noch so über die Ziellinie geschafft. Hier geht es jetzt ja, zur letzten Kurve. Mal gucken, 0,2 Sekunden. Ja, da wird es Richtung Platz 7 gehen, wo wir inzwischen eine halbe Sekunde Abstand zu Platz 6 haben. Also da haben wir tatsächlich die ersten 6 so ein bisschen unter sich. Wie gesagt, hier im Qualifying, im Rennen, muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. So, warten wir mal ab. Mikowiak jetzt nochmal mit einer guten Verbesserung. Dürfte Platz 7 werden. Jawohl. So, wer kommt als nächstes? Apeltauer, der ist aber nicht mehr auf einer schnellen Runde. Aber der Achim Pfeiffer nochmal. 0,2, 0,3. Ja, das macht den Braten auch nicht wirklich fett. Da fehlen ihm nämlich genau so viel zur nächsten Position. Mal gucken, ob er Jungkönig noch hinter sich lassen kann. Jawohl, der reiht sich hier zwischen Buddy und Jungkönig ein. Ja, fehlt noch einer. Gucken wir mal kurz durch. Katschon müsste durch sein. Ja, einer müsste da noch. Ne, der fährt auch in die Box. Nee, müsste soweit durch sein, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, da haben wir es. Also, alle 24 Fahrer auf jeden Fall mal eine Zeit gesetzt. Ganz vorne haben wir eine mittlere 48. Hinten haben wir eine 53 bzw. 51er bis Platz 23. So. Ja, wie viel Zeit haben wir? Na, 5 Minuten plus Einführungsrunde. Sollte mehr als genügend sein. So, das brauchen wir. Einen Boxenstopp brauchen wir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal auf die Gesamtwertung. Die sieht nämlich wie folgt aus. Wie gesagt, 5 Rennen haben wir hinter uns. Chris Finn hier auf der 1 mit 102 Punkten. Und er startet hier von der 3 heute. Also gute Chancen, sich da vorne irgendwie zu halten. Marc Wittmann allerdings genau eine Position vor ihm. Hat ja nur 3 Punkte Rückstand. Also das wird auf jeden Fall zwischen den beiden sehr, sehr interessant. Hoshi Blume ist nicht dabei heute. Ralf Mikowiak, der ist dabei, aber ja, in Anführungsstrichen nur auf der 7. Position hier auf der Strecke heute. Dafür haben wir Julian Kunkel in der Gesamtwertung auf der 5, der hier von ganz vorne starten wird. Also ihr seht, da kann sich richtig viel was tun. Das wird interessant werden. Dann gucken wir mal weiter. Der Lang ist heute dabei, ja auf der 6 sogar. Dann haben wir Chris Buddy auf der 8 in der Gesamtwertung, startet heute ja von der 18. Mal gucken, ab Platz 15 gibt es Punkte. Mal gucken, ob er da nach vorne kommt. Ja, und Patrick Schröter habe ich schon angesprochen, hier in der Gesamtwertung auf der 9. Aber startet hier von der 4 heute. Der kann wahrscheinlich doch vielleicht den einen oder anderen Sprung nach vorne machen. Mal schauen. Ja, Mendex fährt heute leider nicht mit. Karlik glaube ich auch nicht. Steffen Rosse haben wir auch nicht dabei. Meine nicht, nee. Mag uns leider arbeiten heute. Ja, schade, ne? Hier auch der 6. mit Kunkel. Zeitgleich wollte ich schon sagen, punktgleich. Ja, so sieht das Ganze aus. Insgesamt 29 Fahrer, die schon sich Punkte holen können. Ja, paar Fahrer mehr als die 34, die wir sehen, gibt es hier, aber ich denke, die 34 reichen und wir sehen ja auch ab Platz 30, ja, haben die Fahrer da noch keine Punkte holen können. So, ja, so viel zum Stand der Dinge. Schauen wir dann mal, wenn es soweit ist nachher in der Zieleinfahrt, wer denn da was gut gemacht hat oder wer nicht. Wir gehen jetzt erstmal durch die Startausstellung, aber kurz trinke ich nochmal einen Schluck. Sind ja nicht ganz so viele Fahrer, also da schaffen wir ja locker hier alles. Also, Julian Kunkel, wie gesagt, hier auf der 1 im Ferrari. Kein Audi weit und breit, der ihm da am Start gleich mal Ärger machen könnte. Auch kein Porsche. Also sollte hier hoffentlich gute Möglichkeiten haben, die Position zu behalten. Der Markenkollege hier mit der 95, Marc Wittmann. Hier da auf der Außenseite erstmal, aber ist ja eine Schikane. Also ist dann ja erst Außen, dann Innenseite und dann mal gucken, wie es durch Kurve 3 geht. Auf der 3. Position haben wir den Chris Finn. Ja, Chris Finn hier im Honda, genauso wie ebenfalls in der 2. Startreihe den Patrick Schröter für RSM Racing mit der 292. Auf Position 5 haben wir Nick Wasmer, eine McLaren, der Bestplatzierte heute auf der 5 momentan. Mal gucken, wie es da läuft. Matthias Lang haben wir dann den ersten BMW M4. Obwohl wir so viele haben, ist der erste erst hier auf der 6. Das ist Matthias Lang nämlich. Dann haben wir den Ralf Mikowiak auf der 7. Position mit der 28.
Aaron Racer dahinter auf der 8 mit der 83. Startet also gleich auch auf der linken Seite. Dann kommen wir zum Audi hier mit der Nummer 97 auf Position 9. Ja, mal gucken, wen er sich so schnappen kann hier. Ja, zur ersten Schikane sind es ja doch ein paar Meter. Dann haben wir Patrick Plöger, den einzigen Lexus im Feld, auf der 10. Auch er sollte auf den Geraden gut aufgestellt sein, wie gesagt. Sven Siegenthaler, der letzte Ferrari im Feld, auf der 11 mit der 776. Ralf Schäfer haben wir im McLaren, der zweite hier im Bunde. Ralf Schäfer auf der 12 mit der 57. Dann haben wir den bestplatzierten Porsche, gibt aber auch nur zwei, der Bernd Petersen. Mal gucken, wie er sich so schlägt. Ja, mittlerer Sektor hat er vielleicht mal eine Chance, das ist relativ kurvig, aber ja, viele Geraden wird kein einfaches Rennen, würde ich mal fast behaupten. Mal schauen. Chris Conrad haben wir dann wieder, einen von drei BMWs hier hintereinander auf der 14. Christian Brandl ist nämlich der nächste mit der 91. CB Sport startet von Position 15. Auf der linken Seite mit der 115. Auf der 16. Position haben wir Thorsten Käser. Dann kommen wir zum zweiten McLaren. Auf der 17. Thorsten Hofmann. Auf der 18 mit der 939, Christian Buddy, too low for you im Audi. Vielleicht kann er sich auch gleich schon mal ein paar schnappen. Drei Positionen vor ihm geht's los mit den Punkten. Achim Pfeiffer haben wir dann wieder in einem BMW 3er gespannt, muss man sagen. Der ist nämlich auf der 19 unterwegs. Dahinter haben wir den Jungkönig mit der 35. Hier an Okruk haben wir mit der 59 auf der 21. Position. Die ganze BMW-Reihe hinten wird ja nur ein bisschen geteilt von einem Porsche, vom zweiten hier von Ono Kacan mit der 987. Da wird auch schon angefeuert. Dann haben wir Philipp Alpentauer auf der 23. Position im BMW. Und von ganz hinten startet der Kai-Uwe Kohlschütter, Go Fast Racing, glaube ich heißt das. Und geht jetzt hier in die Einführungsrunde. Moin Jan. Dude Brothers. Ja, schauen wir mal. So. Ich hoffe, passt alles. Stream läuft und Sound ist hoffentlich laut genug. Ja, T1 immer ein Thema, aber bereits vor T1 wird es auch gern mal eng, weil in Fahrtrichtung rechts kommt ja die Boxenausfahrt. Da ist erstmal ein bisschen Asphalt, aber dann kommt ganz plötzlich ein Grünstreifen. Und dem Getümmel vergisst man das vielleicht oder übersieht man das. Und dann ja, wird es rutschig da rechts und da kannst du nicht wirklich verzögern. Und dann geht es geradeaus in die Schikane. Und wenn das im Mittelfeld passiert, dann ja, wird das ein bisschen eklig. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Strafen sollen heute ein bisschen härter sein, weil es hier in den letzten Rennen doch ein paar mehr Vorfälle gab. Mal sehen, ob das heute nötig sein wird, die Strafen auch zu verteilen und ob das dann auch wirkt. Ja, müssen wir mal schauen. Ja. Das passt soweit. Huch, falsches Fenster. Ah, so. Ja, also schauen wir mal. Alle 24 Piloten sehen wir hier links im Tower. Also da verpassen wir nichts groß, würde ich sagen. Und ja, vorne gucken wir mal, ob die Ferraris sich durchsetzen werden, ob ein Honda da gefährlich wird. Und dahinter ja, haben wir hauptsächlich erstmal BMWs, ein McLaren noch auf der 5. Ja, Mittelfeld ist aber ganz gut gemischt. Da haben wir Audi, Lexus, McLaren, Ferrari und Porsche und dann wieder BMWs gemischt. Also da Mittelfeld, mal gucken, ob die sich da behaken. Wir haben ja gesehen, die ersten 6, 7 Positionen, glaube ich, waren es, die da ein bisschen unter sich waren. Mal sehen, ob sich das dann im Rennen auch so fortsetzt, dass wir vorne vielleicht eine kleine Führungsgruppe haben und dann das Mittelfeld hinterherkommt. Spannung steigt absolut. Was sagt das Wetter? Ja, eigentlich wie im Qualifying mit Regen ist nicht zu rechnen. So rum. Das ist ein ganz mieses Gefühl. Ja, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich bin tatsächlich schon ewig hier immer Public gefahren. Und selbst da ist einmal nichts passiert tatsächlich. Public Monster, kein Unfall T1. Aber das passiert einmal von 200 Rennen gefühlt. Ja, die Kunst ist halt, sich bewusst zu sein, desto weiter hinten du stehst, desto eher musst du mal oder früher musst du auf die Bremse gehen oder rollen lassen zumindest mal und auch mal 2, 3 Reihen vor dich schauen, was da so passiert und nicht nur auf den Vordermann, weil dann ist es manchmal schon zu spät zu reagieren hier.
Ja. Also, ups, da geht schon einer ein bisschen off-track da hinten. BMW. So, jetzt ordnet er sich wieder ein. Aber wir sind bereits jetzt hier in der Startformation. Wir gehen mal in die Heli-Perspektive. Sehen Kunkel hier den grünen Ferrari auf der Innenseite. Wittmann ist hier der weiß-gelbe Ferrari. Klingt gleich. Ja, in der Theorie ist alles einfach. In Theorie kannst du ja auch problemlos zu zweit durch die Schikane fahren. Müssen halt beide wollen und sich dann genügend Platz lassen. Funktioniert. Ist zwar super langsam, aber theoretisch geht's ja, physikalisch gesehen. So, aber schauen wir mal. Gleich werden wir schlauer sein. Eine Stunde haben wir vor uns. Ein Boxenstopp muss man machen. 24 Autos hier beim 6. Rennen bei der RLE. Und wir sehen, Kunkel kommt erstmal gut weg. Und dahinter, oh, wer ist denn da überhaupt nicht weggekommen? Das müsste Chris Finn sein, der Honda. Der wird gerade übelst durchgereicht. Also der hat den Startmoff komplett verschlafen. Wir sehen auf jeden Fall, Kunkel sollte eigentlich hier die Führung behalten. Schröter auf der 3, das ist hier der grüne Honda. Daneben ist der BMW von Matthias Lang. So, hier geht's jetzt zu zweit durch. Vorne funktioniert's meistens noch. Im Mittelfeld wird's dann eher spannend. So, hier wird es natürlich sehr, sehr langsam. Das macht aber nichts. Hauptsache, keiner wird da groß gedreht. Wir sehen dann Porsche, der ein bisschen abkürzen muss. Das ist der Karchan, glaube ich. Aber das ist schon mal ganz gut gegangen. So, aber vorne ist die Sache noch nicht so ganz gegessen, habe ich das Gefühl. Kunkel muss sich hier gegen Wittmann auf jeden Fall wehren. Und Schröter hinten, der hat das Auto verloren. Da ging es ordentlich in die Wand rein. Ich hoffe, da kommen hinten alle vorbei. Wir gucken mal. Oh nein, da wird ordentlich Billard gespielt. Manche sehen das da zu spät. Und ja, da hat es jetzt, glaube ich, einige erwischt. Ja, sehr, sehr viele. Sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos. 7, 8, 9, irgendwie so, keine Ahnung. Ah, sehr, sehr schade hier. Schröter eigentlich gute Chancen hat auf ein gutes Ergebnis. Mal gucken, ob eine Minute zurückreicht, dass wir nochmal sehen, was genau passiert ist. Jetzt müssen wir uns den Start nochmal angucken, leider. Aber da sehen wir vielleicht gleich mal, was da genau war. Ob er da weggerutscht ist, ob es da eine Berührung gab. Aber da hat es ja einige Autos erwischt. Und das, ja, nicht Kurve 1, wie wir das eigentlich fast gedacht hätten. Weil hier ging noch alles gut, wie wir sehen. Ist hier mit, war das Matthias Lang, glaube ich? Ja, hier den BMW gut durchgekommen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt muss es hier irgendwo passiert sein. War hier gerade mal schön im Windschatten. Aber was war dann los? Oh, da außen aufs Gras gekommen und weggerutscht. Und dann, ja, genau hinter der Kurve ist natürlich schwierig. Ja, da haben wir es nicht mehr gesehen, aber haben uns da überzeugen können, dass einiges passiert. Ja, sehr, sehr schade. Brandl auch in die Box zurück. Und Wittmann, ja, der muss sich jetzt hier verteidigen gegen Matthias Lang. Kunkel wird es da vorne freuen oder unten jetzt viel mehr. Der hat nämlich jetzt da erstmal ein bisschen Ruhe. Denn Wittmann hat jetzt hier den BMW im Nacken. Ist hier auch schon auf der Innenseite für Kurve 1. Der BMW geht rüber, damit muss der Ferrari eher weiter innen anfahren. Nee, BMW bleibt dahinter. Also kann normal die Rennlinie gehen. Wir gucken dahinter. Aaron Racer mit 4 Positionsgewinn. Das lief doch schon mal gar nicht verkehrt für ihn. Auch war es mal hier auf der 5. Ist da geblieben, wo er gestartet ist. Wir gehen mal ein bisschen ins Mittelfeld rein. Hier haben wir Petersen, auch der aus seiner Startposition geblieben. Wird von Christian Buddy verfolgt, der sich bereits jetzt schon in die Punkte fahren konnte. Also der Start lief für ihn ganz gut. Scheint er gut durchgekommen zu sein durch den Tumult. Zumindest augenscheinlich. Aber wir sehen Sinks, Karchan, Hofmann, Okrug alle in die Box rein. Brandl in der Box und vorne, was ist da passiert? Kunkel hat hier die Position verloren. Oh, weiß nicht, was da passiert ist, aber sich verbremst hat. Auf jeden Fall gab es da eine Berührung mit dem Ferrari-Kollegen. Aber es hat jetzt nicht ganz gereicht, die 10 Sekunden zurückzugehen. Aber wir sehen jetzt Führungswechsel. Wittmann auf der 1, Kunkel auf der 2 und dahinter ein richtig schöner Train. Mit Matthias Lang hier immer noch auf der 3, oder das heißt immer noch, hat hier 3 Positionen gewonnen. Also auch er hier ein Gewinner der Startphase. Ja, wir sehen es jetzt links hier. 6 Autos sind in die Box gefahren. Das ist ein Viertel des Feldes. Hat schon mal ordentlich Leute erwischt. Mal gucken, wo die alle gleich rauskommen. Das fällt hier hauptsächlich zumindest noch ganz gut zusammen, abgesehen, ja, ab Platz, wo ist das? Platz 15, glaube ich. Da ist nämlich das nächste Grüppchen. Das dürfte auch der ein oder andere mit Schaden sein. Kunkel mit DT. Ja, dann hat sich das ja auch gleich erstmal erledigt. Jetzt geht der BMW erstmal hier vorbei. Er blinkt rechts auch schon, der Ferrari, da sehen wir es. Wird jetzt hier hinter dem BMW rechts in die Box einbiegen und dann erstmal durchgereicht werden. Ja, sehr, sehr schade für ihn. Von der 1 gestartet, war kurz auf der, oder konnte sich auf der 1 erstmal halten, aber jetzt, ja, ist der Sieg in weite Ferne gerückt fürs Erste. So, Wittmann haben wir, wie gesagt, dann jetzt hier vorne. Jetzt gucken wir mal hier. Hier haben wir Moll und der Wasmer müsste das hier sein im McLaren. Der ist natürlich auch eine Position gewonnen hat, wie alle anderen dahinter. So, hinten gibt es auch einige Positionswechsel, das müsste aber durch die Boxenstopps bedingt sein.
Genau, Jungkönig haben wir jetzt hier auf der 17, 16 jetzt. Hängt hier am Kohlschütter dran, die natürlich ja auch alle profitiert haben. 9 Positionen ging es für den Kai-Uwe nach vorne. Ja, also wer da gut durchgekommen ist, hat schon mal einiges an Position geschenkt bekommen. So, Moll jetzt hier doch am McLaren vorbei, außenrum durch die zweite Schikane. Aber da kann man manchmal kontern, wenn man da besser rauskommt. Und genauso kommt es hier nämlich. Da kann der Wasma Lesmo zumindest mal auf der Innenseite gegenhalten, wenn er möchte zumindest. Kriegt vom Audi auf jeden Fall mal den Platz. Das ist schon mal wichtig, aber hier Richtung Lesmo 2 geht er wieder dahinter. Guckt vielleicht, dass er hier jetzt mit mehr Geschwindigkeit rauskommt. Muss nämlich auch aufpassen, dahinter sind ja noch der BMW und der Honda. Chris Finn nämlich. Ja, wo wir nicht ganz gesehen haben, was da passiert ist, aber der ist komplett stehen geblieben gefühlt am Start. Da sind wirklich 1, 2, 3, 4 Autos vorbeigezogen. Also er jetzt hier quasi auf einer Aufholjagd unterwegs. Hier Richtung Ascari jetzt, Außenseite, kann er sich nicht daneben setzen. Reifen dürften eigentlich so langsam warm sein, dass man jetzt hier wirklich mit vollem Grip angreifen kann. So. Und warum sagt mir keiner was, dass wir keine Race Gaps sehen? Und Kohlschütter mit einer gelben Flagge, Lesmo 2. 10 Sekunden zurück. Na, wahrscheinlich einfach weggerutscht, würde ich mal fast behaupten. Passiert da sehr, sehr gerne, während wir Julian Kunkel dahinter gerade in Ferrari wieder vorbeifahren sehen. Auf der 16. Position, also doch nicht ganz zurückgereicht worden. Klar, die anderen mussten alle reparieren, das dauert ein bisschen länger als ein DT. So, jetzt schauen wir mal hier, Ralf Kmikowiak im Zwiespalt, hätte ich fast gesagt, zwischen dem Honda und dem McLaren. Der Honda auf der Innenseite oder in der Mitte der beiden. Ja, der hält sich aber zurück. Zu dritt ist dann doch ein bisschen zu viel für Kurve 1. Aber die anderen beiden gehen zu zweit durch. Und hier sehen wir vielleicht ein schönes Beispiel. Jawohl, es funktioniert. Ist super langsam, nur dass Chris Finn jetzt hier sich den McLaren vielleicht schnappen kann. Hat aber die Außenseite. Also mal sehen, braucht ein bisschen mehr Speed, sieht aber gut aus, kann sich also vor den McLaren setzen und geht damit zumindest mal wieder auf die 6. Position, bekommt noch ein bisschen den Windschatten vom M4 vor ihm. Ja, das wird noch nicht ganz reichen, oh nein, jetzt hat er zu viel gelenkt und jetzt verliert das Auto und trifft hier den Kmikowiak, so leicht zumindest, aber den BMW hat es nicht so ganz interessiert. Da wollte er zu viel hin und her gucken. Wäre vielleicht besser gewesen, einfach dahinter zu bleiben, lässt sich natürlich immer so einfach sagen, aber ja, vor allem vor der Anbremszone da zu viel zu lenken, das macht das Auto unruhig, wie wir gesehen haben. Also das Rennen läuft bis jetzt gar nicht für ihn. Start war irgendwas, hier so ein blöder Unfall. Dann sehen wir Schäfer, ein bisschen off-track. Verliert jetzt die Position gegen Chris Konrad, der auch schon 4 Positionen gewonnen hat. So, gehen wir mal zu Patrick Plöger auf die 7. Position. 0,3 Sekunden hängt er hier gerade am Ferrari dran. Wir fahren mal mit, gucken mal, ob er ja, hier den Ferrari angreifen kann. Beide Autos sehr, sehr stark auf der Geraden. Oh, jetzt kommt er zu weit raus. So wird das natürlich nichts. Jetzt muss er mal gucken. Dahinter ist ja der Wasma. Ob der jetzt wiederum angreifen kann. Ich weiß, was der Kunkel gemacht hat. Falsche Startposition vielleicht. Ich weiß, woher die DT jetzt kam. Ich guck mal, gibt es momentan sonst noch Strafen? Nee, sonst hat gerade keiner eine Strafe. So, was haben wir hier? Schäfer gegen Buddy. Richtung Parabolika, hier sehen wir es. Konnte sich hier auf der letzten Geraden daneben setzen, auf der Innenseite. Ja, da kann man anstelle des Audis hier hoffen, dass man vielleicht auf der Innenseite sich nochmal daneben setzen kann. Jetzt sehen wir aber Christian Buddy hier links im Audi auf der Außenseite. Ja, die ganze Topspeed hier des Audis macht sich bemerkbar. Plus ein bisschen Windschatten vielleicht vom Porsche da vorne. Und damit holt er sich die Position offenbar wieder. Also Buddy bleibt vor Schäfer und war es mal jetzt hier in Kurve 1 bisschen off-track gegangen. Bisschen ist gut. Ist hier irgendwie, weiß nicht, ob er da auf dem Gras angebremst hat oder so. Zumindest mal nicht in die Wand rein, das ist das Wichtigste. Verliert natürlich jetzt hier so ein paar Positionen. So, Aaron Racer haben wir jetzt hier auf der 3. Kai Moll auf der 4. Ganz vorne Wittmann kann sich schon ganz gut absetzen. 3,6 Sekunden. Hat hier also alles im Blick und war es mal schon wieder gelbe Flagge. Gucken wir mal, was ist da passiert. Chris Konrad, ah, trifft ihn, da konnte er nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Und da treffen die sich nochmal off-track leider. Also auch für Chris Konrad jetzt doch nicht ganz so gut gelaufen, das Rennen. Zwar noch 2 Positionen gewonnen, aber ja, vielleicht muss es schon in die Box gehen. Ein bisschen schwer zu sagen, wie groß der Schaden ist. Genauso wie bei Nick Wasma jetzt doch nur noch auf der 13. Also 8 Positionen hat er verloren. Ja, das ist nicht das optimale Rennen bis jetzt. Achim Pfeiffer haben wir jetzt hier auf der 19. Der ist am Porsche dran von Kartschan. Da fahren wir mal mit. Gucken wir mal, ob es hier Ausgang Ascari vielleicht einen Angriff gibt. Dahinter haben wir Thorsten Hofmann. Oh nein, jetzt verliert hier fast das Auto. Sehr, sehr unruhig. Jetzt kriegt das doch nicht abgefangen und verliert das Teil. Und ich hoffe, dass Pfeiffer
vorbeigekommen ist. Weiß, ob er eingeschlagen ist. Schauen wir nochmal kurz. Gehen nochmal on track. Und einen Einschlag kann er zumindest nochmal vermeiden. Nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Aber ich glaube... Wo ist er? Nee, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Da, Schröter. Schröter? Ja, Schröter. Glaube ich, vorbeigekommen, oder? War das der andere? Das habe ich schwer verwechselt hier. So, gehen wir nochmal hier hin zu Schäfer und Buddy. Immer noch im Zweikampf. Und jetzt holt sich der McLaren schon wieder die Position zurück. Also Buddy scheint da vielleicht nicht ganz gut rausgekommen zu sein. Oder Schäfer war einfach zu spät auf der Bremse. Hat den Buddy noch ein bisschen, ja, behindert sozusagen. Aber verliert jetzt doch wieder die Position. Also die beiden geben sich auf jeden Fall. Chris Finn holt sich gerade Siegenthaler Richtung Schikane 2. Bremst er sich vorbei. Jawohl. Sauberes Überholmanöver jetzt auf der 6 zumindest mal wieder. 1,8 Sekunden zum Ralf Kmikowiak, der hier ja auch schon 4 Sekunden Rückstand auf die nächste Position hat. Platz 2, 3, 4 sind hier so halbwegs zusammen. Hier sehen wir die drei. Und wir müssen, glaube ich, zu Schäfer wieder gehen. Ganz hinten verpassen wir nicht so viel. Aber klar, die waren so in der Box und haben unterschiedliche Zeit gebraucht, um zu reparieren. Na, gucken wir doch mal hier. Hofmann, Pfeiffer. Von hinten kommt noch Katschan an. Ja, hier geht es noch nicht um Punkte. Aber egal, auch da muss man vorbeikommen, um Richtung Punkte zu fahren. Oh, der BMW lässt Mo 2 da sehr weit draußen. Wirbelt da ordentlich Staub auf. Man verliert da relativ wenig Zeit trotzdem. Aber sah natürlich ein bisschen gefährlich aus. So, ich glaube, das müsste hier eine Überrundung sein. Der McLaren hier dürfte Schäfer sein. Ja, ist der graue McLaren. Hat hier, glaube ich, die ganzen... Oder? Dass ich jetzt verwechsel hier. Oder war es mal, war das? Ah, war es mal ist das. Ah, sind auch nicht so weit auseinander, die beiden McLarens. Nee, war es mal, der sich hier, glaube ich, oder die anderen überrundet hat, hier 18, 19, 20. So, Schäfer. Ah, das ist echt bis jetzt das Duell des Rennens hier. Das geht jetzt, glaube ich, schon 2, 3 Runden so. Die ersten 10 Minuten haben wir schon hinter uns und wir sehen, der McLaren hängt mal wieder hier schön im Windschatten dran. So, Buddy inzwischen schon auf der 10. Position. Muss natürlich nochmal in die Box. Aber erstmal nach vorne gekommen, bleibt hier doch relativ weit innen. Mal sehen, ob es dann den Angriff außenrum gibt. Nee, kriegt aber den Platz auf der Innenseite. Also Buddy hatte auf jeden Fall mal Platz gelassen. Und vielleicht kann der McLaren jetzt mit mehr Schwung irgendwie rauskommen. Aber jetzt ist hier der Weg natürlich ein bisschen weiter. Also geht es erstmal zurück in den Windschatten rein. Und mal sehen, ob er gleich nochmal rauszieht und dann vielleicht in der Schikane, vor der Schikane angreift. Wir fahren nochmal mit, gucken mal. Oder vielleicht einfach nur ein bisschen sich zeigen, den Vordermann ein bisschen unsicher machen. Ah, funktioniert nicht so ganz. Also da bleibt es bei. Chris Conrad sehen wir da im Hintergrund, der offenbar nicht so viel Schaden durch den Unfall eben hatte, als dass er in die Box rein müsste. Fährt hier also erstmal weiter. So, gehen wir mal hin. Hier gehen wir mal hin. Da haben wir nämlich Honda Siegenthaler Plöger hintereinander. Mal gucken, wer hier wem noch mal ein bisschen einheizen kann. Hofmann jetzt doch an Pfeiffer vorbeigegangen. Gucken wir mal kurz rein vor Lesmo 1 daneben und dann auf der Innenseite vorbeigehuscht. Sauber und zügig vonstatten gegangen hier. Ja, Hofmann damit auf der 18. Position. Ist von der 17 gestartet. Ja, Christian Brandl, glaube ich, dürfte abgestellt haben. Ansonsten haben wir ja alle anderen 23 Autos noch unterwegs. Patrick Schröter, ja leider da nur ja ganz hinten nach hinten gefallen. Matthias Lang jetzt mit der schnellsten Runde, der BMW auf der 2. Ja, sehr, sehr schade für Schröter. Ich weiß auch gar nicht, warum er da so weit rauskam. Eigentlich ist die Rechtskurve, die lange, die dritte Kurve ja doch recht entspannt. Also keine Ahnung genau, warum er da rausgekommen ist. Hatte leider sehr, sehr große Folgen, muss man sagen. So, wir gucken kurz hier zu Platz 8 wieder. Fahren mal ein bisschen mit dem Lexus mit. Und nehmen wir mal die Perspektive. So, eine DT bis jetzt. Gucken wir, ob wir sonst noch Strafen jetzt aushaben. Wittmann kriegt 5 Sekunden, Konrad kriegt 15 Sekunden auf der 12. Ja, das dürfte der Vorfall gewesen sein vor der Schikane, wo er dem Vordermann draufgefahren ist. Aber Wittmann hat auch 5 Sekunden bekommen. Ja, das heißt also, oh, Langner echt am Limit unterwegs, schon wieder ein bisschen da off-track gewesen mit den linken Reifen. Nee, Wittmann, wie gesagt, mit 5 Sekunden, die er länger stehen muss beim Boxenstopp. Das heißt, ja, muss auch noch ein bisschen was rausfahren. Die 4 Sekunden jetzt würden nicht unbedingt reichen, um dann vorne zu bleiben.
Also, gucken wir mal. Das ist eine Aufgabe erstmal. So, König gegen Kunkel. Hier eine Ascari. Da ist noch ein Porsche. Das ist aber keine Position. Das ist Platz 20. Das ist der Katschan. Oh, kleiner Quersteher von Jung König hier. Will natürlich jetzt hier am Porsche vorbei. Aber ich denke mal, hier nach Lesmo 2 sollte das kein großes Problem sein. Wenn der Porsche da sich, ja, nicht direkt in den Weg stellt sozusagen. Vielleicht ein bisschen Lupfen die beiden durchlassen, wenn er nett ist jedenfalls. Aber noch macht er da keine Anstalten, die beiden durchzulassen. Plöger Siegenthaler gerade im Duell hier in der Parabolika. Letzte Kurve. Da hat der Lexus die ganze Zeit schon versucht oder jetzt versucht, hier am Ferrari vorbeizugehen. Aber hat noch nicht so ganz gereicht. Aber der Lexus, wie gesagt, sehr, sehr stark auf der Geraden, genauso wie der Ferrari. Aber der Lexus hat natürlich jetzt den Windschatten. Mal sehen. Wo geht er hin? Auf die Außenseite. Da geht der Ferrari auf die Innenseite. Im Hintergrund sehen wir, glaube ich, Alpentower, der gerade aus der Box kommt. Und mal sehen, ob der Lexus sich hinten einordnet. Ja, macht er sehr, sehr langsam. Hat er keine Lust auf ja, Formationsflug durch die Schikane. So, Chris Conrad. Ja, 15 Sekunden, wie gesagt, kriegt er drauf. Könnte nochmal 2-3 Positionen bedeuten, die er dadurch verliert. Während Schäfer da, ja, mal wieder die Kurve nicht so ganz bekommen hat auf der 11. Position. Ja, Lexus sieht man auch nicht so oft, das stimmt allerdings. So, Wasma ist in der Box. Hier der McLaren. So, gucken wir mal, 18, 19, 20. Ja, hat sich gut sortiert schon, deswegen gehen wir mal zu Plöger wieder. Der immer noch am Ferrari natürlich dranhängt. Haben wir eben schon gesehen. Na, ich weiß noch, ob er schneller kann. Ja, schnellste Runde ist 3/10 schneller gegenüber Siegenthaler. Aber ich weiß ja nicht, ob die schon beide freie Fahrt hatten. Der Ferrari hat so halbwegs freie Fahrt. Da unten sehen wir noch den Chris Finn und Wittmann jetzt mit einer gelben Flagge in der Ascari abgeflogen anscheinend. Ah, da haben wir jetzt nur den Ausläufer gesehen, aber wir können uns das ein bisschen denken. Also damit der neu führende Matthias Lang, der auch die schnellste Runde immer noch hat. Und was ist bei Kai Moll los? Den hat es irgendwie auch erwischt. Und Katschan hat es ebenfalls erwischt. Gucken wir mal 30 Sekunden zurück. Gab es da irgendwie einen Unfall? Oder waren das unabhängige Dinge? So, Katschan hat sich, glaube ich, auch zurückgeportet. Müssen wir mal gucken. So, hier Lesmo 1 ein bisschen zu weit rausgekommen. Wackel, wackel, wackel. Das ging aber noch gut. Also wahrscheinlich in der zweiten. Und Gunkel ist direkt dahinter. Okay, da ist nichts passiert. Nee, da ist nur der Porsche weggeflogen. So, jetzt sind wir wieder im Live-Bild unterwegs. Und da sehen wir immer noch, der Lexus inzwischen vorbeigekommen am Ferrari. Also am schwarzen Ferrari. Jetzt hat er den nächsten vor sich, der Wittmann. Der eben, glaube ich, auch irgendein kleines Problem hatte. Oder wurde mit gelber Flagge angezeigt. Oder kam der gerade aus der Box? Das kann natürlich auch noch sein. Können wir mal kurz gucken. Nee, der war schon. So, war noch nicht. So rum. Aber muss ich jetzt hier vielleicht verteidigen. Also Plöger auf dem Weg und Alpentower hier verliert das Auto. Oder gab es da mit Schäfer irgendeine Berührung? Laut Anzeige ja. Oh, da muss er aufpassen mit dem Rejoin. Da kommen alle gerade noch vorbei. Rückwärtsgang wird eingelegt und dann geht es jetzt wieder auf die Strecke auf der 19. Position. Also ich weiß nicht, was da genau war, aber Schäfer war da irgendwie auch involviert. Und damit auf der 12 unterwegs. Jetzt gehen zu Siegenthaler rüber. So, ich guck mal kurz. Ne, immer noch die beiden Strafen bis jetzt, die ich gerade angesprochen habe. Sonst haben wir gerade keine Strafen, die hier absolviert werden müssen aktuell. So, ja, ein schönes Grüppchen, was wir hier sehen ab Position 5. Finn und Mikowiak. Mikowiak jetzt auch noch ganz, ganz dicht zusammen hier mal wieder. Endlich wieder, muss man sagen. Chris Finn ist nämlich schon fast wieder aus seiner Startposition unterwegs, während Wittmann sich den Moll geschnappt hat. Gucken wir mal kurz. Er sieht auch nicht mehr ganz frisch aus hier, der Audi, muss man sagen. Deswegen geht er auch jetzt in die Box rein. Und wir gehen wieder zu Chris Finn, der jetzt hier ja, versucht, seine Startposition, wie gesagt, wieder zu holen. Auf die 3 würde es gehen. Da vorne die Abstände jetzt doch relativ groß. 4 und 6 Sekunden. Und ja, Wittmann versucht natürlich jetzt hier gleich auch wieder nach vorne zu kommen. 4 Sekunden ist er hinter diesem Duell nach seinem
Ja, wahrscheinlich Fahrfehler. Haben es ja nicht ganz gesehen. Und jetzt außenrum Chris Hinn. Ja, wenn er sich da halten kann, dann hat er ganz gute Chancen für die Schikane. Ich glaube, das wird was. Außer der BMW hält nochmal rein, aber sieht nicht so aus. Und damit, ja, ist er wieder auf der 3. Verpasst die Kurve ein kleines bisschen hier. Und kostet ein bisschen Geschwindigkeit. Mal gucken, ob der BMW tatsächlich doch hier vielleicht reingeht. Nee, der Ralf, der hält sich zurück. Der will hier keine Punkte riskieren. Lieber hier Position 4 mitnehmen, als ja einen Unfall zu haben und wichtige Punkte zu verlieren. Aber klar, macht er hier Druck und wir haben inzwischen zwei Autos wieder verloren, also sind vom Server runter. Christian Brandl steht zwar noch in der Box, aber damit haben wir jetzt nur noch 21 Autos hier auf der Strecke. So, fahren wir mit, würde ich sagen. Ja, hier vor der Ascari, das ist auch für die Mutigen, sage ich mal. Aber man kann, wie gesagt, den Gegner irritieren. Und hier brauchst du schönes Rhythmusgefühl in der Schikane, um hier den ganzen Schwung rauszunehmen. Aber Chris Finn lässt sich da nicht wirklich verwirren und kommt da sehr, sehr gut durch. So, schauen wir nochmal letzte Kurve. Dann gehen wir nochmal zu 5 und 6 rüber. Jo, dann gehen wir hier. Die sind nämlich ein paar Meter dahinter. 3 Sekunden, um das mal so auszudrücken. Wittmann und ja, der Lexus, die sich da aber von Siegenthaler ein bisschen ablösen konnten, jetzt 1,8 Sekunden. Also aus dem Dreikampf ist jetzt hier, ja, wenn überhaupt, ein Zweikampf geworden. Gucken wir mal, ob es hier den Wittmann nochmal, ob er dem Wittmann nochmal gefährlich wird. Ja, dahinter Abstände dann doch schon ein bisschen größer. Johann Kunkel haben wir hier auf der 12. Mal sehen, wann er den Schäfer vielleicht nochmal angreifen kann. Und Kai Moll, der gerade, glaube ich, in der Box war. Ja, war gerade in der Box. Genau, das haben wir gesehen. Der hat repariert wahrscheinlich. Sieht sogar so aus optisch. Sehr schön. Ist dann hinter Wasmer rausgekommen. Und vor Hoffmann. Der ist aber 23 Sekunden weg. Der ist gerade erst auf der Stadtzielgeraden. Ja, damit hat sich das Feld jetzt so langsam mal beruhigt. Auf der Karte sehen wir es jetzt nach über 20 Minuten. Ja, doch schon ein bisschen verteilt hier und da. Das Mittelfeld doch relativ schön aufgereiht, gerade zwischen Lesmo 1 und 2 hauptsächlich. Aber sonst haben wir hier vorne den Matthias Lang. Ja, der mit auch ein bisschen Glück jetzt auf der 1 gelandet ist. Von der 6 auf die 1 nach den ersten 20 Minuten. Wittmann mit einem Fehler. Kunkel leider auch mit einer DT. Und ja, da hat er sich jetzt hier vorne festsetzen können. 4,7 Sekunden. Mal gucken, ob Aaron Racer da hinterherkommt. Aber ja, seine schnellste Runde 1:50.0. Matthias Lang ist eine ganze Sekunde schneller gewesen in der schnellsten Runde. Letzte Runde waren sie allerdings nahezu gleich schnell. Müssen wir mal beobachten, ob sich die 4-5 Sekunden halten. So, Chris Finn, der sich jetzt auch weiter absetzen kann vom Ralf Mikowiak. Wird mal gucken, was da noch so geht. Also, jetzt ist er wieder da, wo er gestartet ist. Und wir gehen zu Plöger. Der ist schon deutlich weiter vorne, als er gestartet ist. Und ja, versucht hier natürlich noch weiter nach vorne zu kommen. Auf jeden Fall kriegt hier jeder Windschatten ab. Der Audi da vorne ist keine direkte Position. Das müsste ja Kai Moll sein auf der 16. Kriegt auch gerade die blauen Flaggen geschwenkt. Aber mal sehen, ob die beiden hier durchkommen und ob ja, einer vielleicht profitieren kann. Vor allem der Patrick Plöger auf der 6. Denn wenn Wittmann jetzt hier nicht problemlos vorbeikommt, was ich aber nicht glaube, weil hier geht es jetzt mit Vollgas zur nächsten Schikane, könnte er profitieren. Wittmann geht auf jeden Fall vorbei. Mal sehen, ob Plöger vorbeigeht. Und Kunkel hat sich jetzt den Schäfer geschnappt und er ist gerade dabei, wie wir sehen. Anfahrt Kurve 1, aber der Ferrari auf der Innenseite. Also mal gucken. Muss er sehen, ob es den Gegenangriff gibt. Jetzt tauschen die einmal die Linien. Ja, aber da tut sich nichts. Damit Schäfer wieder auf der 12. So, schauen wir mal hier. Ja, kein Moll dahinter der Audi, keine Position, aber wahrscheinlich dann. Ne, der ist nur durchgefahren. Stimmt das? Ich glaube, meine Anzeige ist ja nur durchgefahren. Keine Ahnung, ob es da eine Strafe habe ich jetzt nicht angezeigt bekommen. Ich wollte gerade nämlich sagen, der hat wahrscheinlich eher. Ah, ne. Ach, Kunkel, ich habe mich verguckt, sorry. Wollte ich. Nein, der war in der Box, normal. Und hat dementsprechend, denke ich mal, auf frischere Reifen. Deswegen kann er da so gut beim Lexus mithalten. Sah zumindest so aus eben. Mal gucken, ob es sich auch wirklich so darstellt. Auf jeden Fall davor die Position jetzt ein bisschen weiter wieder auseinander. Mit Manuk Mikowiak hier 1,8 Sekunden im Schnitt. Ich denke mal, Kunkel wird sich hier von Schäfer auch absetzen. Ja, und damit
Fehlen uns noch die ersten 14, die in die Box müssen. Die hier, denke ich mal, so in 5 bis 10 Minuten reinkommen werden, die meisten. Schröter gerade mit einer gelben Flagge. Ausgang der Ascari. Oh nein. Und zu weit rausgekommen einfach. Und dann im Kies dreht sich die Karre weg. Ja, und steht da jetzt halb auf der Ideallinie. Oh, da kam noch Kunkel an. Aber scheint gut gegangen zu sein. Ja, mit Punkten wird es schwierig. Also er war ja schon in der Box, aber die Abstände nach vorne sind dann schon doch deutlich groß. Ich fürchte fast, wird eher leer ausgehen. Auch wenn nicht mehr so viele Plätze da hinten sind, die ohne Punkte nach Hause fahren. Kohlschütter, auch hier irgendwo einen Fehler gehabt. Auch hier ein demolierter M4 wird sich jetzt hier auch versuchen, in die Box zu schleppen. Da kommt noch ein Markenkollege an, macht da schön Platz. War aber keine direkte Position. Ja, aber da werden einige dahinter nachrücken. Nick Wasmer unter anderem. Die waren dazu ja auch schon in der Box. Und alle anderen dahinter werden zum Teil auch nochmal profitieren. So, dann gucken wir uns mal Position Deltas an, würde ich sagen. Hat sich ja jetzt auch einiges getan. Und hier sehen wir es links. Also die ersten beiden. Ist natürlich noch nicht ganz Boxenstopp bereinigt, muss man sagen. Aber da vorne doch einige mit Gewinnen. Die ersten beiden 5 und 6 Positionen. Christian Badi auf der 9 hat 9 gewonnen. Einer der großen Gewinner. Kohlschütter, den wir hier gerade noch sehen, mit einem demolierten Auto. Eigentlich auch viel gewonnen. Aber das wird jetzt eher zunichte gemacht. Dahinter direkt haben wir den großen Verlierer oder einer der Verlierer. Nick Wasmer mit 10 Positionsverlusten. Wobei der ja noch ein paar gut machen wird nach den Boxenstopps der anderen, muss man dazu sagen. Aber Patrick Schröter, der ist wirklich hier der Verlierer. Aber war ein eigener Fehler, muss man leider sagen. Also ohne diesen Fahrfehler in der ersten Runde sähe es vermutlich anders aus. Aber er fährt hier weiter und guckt, dass er vielleicht noch ein bisschen nach vorne kommt. So, Schäfer. Achso, der war direkt daneben. So, Kuschel hat es, glaube ich, geschafft. Jawohl. So, Schäfer wird gerade durchgereicht. Auch der sieht demoliert aus. Oh Mann. Aber der war auch noch nicht drin. Also, der wird wahrscheinlich jetzt reinkommen. Passt zeitlich ja ganz gut eigentlich. Also, abgesehen davon, dass er länger stehen muss als normal, muss er jetzt nicht irgendwie einen extra Boxenstopp machen oder ähnliches. Das musst du ja machen, wenn du jetzt regulär drin warst und dann nochmal einen Schaden hast. Dann machst du nochmal einen extra Boxenstopp. Aber so kannst du, ja, einmal reinfahren und dann hoffentlich heil durchfahren. Oh, sorry, sorry. Da ist er einfach verstummt. Ja, ich sollte mich auch wieder entmuten.
Aber ich habe nicht viel erzählt, nur was die schnellsten Runden da vorne waren. Also die ersten drei in einer Pace unterwegs. Mikowiak auf der 4 ein bisschen langsamer. Und Wittmann, wo wir gerade draußen sind, ist ähnlich schnell. Das habe ich nur erzählt. Aber wenn ich muted bin, dann wird der Chat plötzlich aktiv. Sollte ich öfters machen. So, wir gucken mal bei Chris Conrad rein. Ja, kann noch mal die Bilder sprechen lassen. Bisschen Motorsound genießen. So, das wollte ich gerade hier hinschalten. So, Evan Racer. Oh nein, auf der zweiten Position. Was ist denn da vorne los? Also, oh, hier in der letzten Kurve kommt einem das Heck an die Wand. Ne, so halbwegs vermeiden, aber dann geht es einmal schräg über die Strecke rüber. Ja, macht nichts. Wird wahrscheinlich jetzt direkt in die Box fahren, würde ich mal fast behaupten. So kommt es nämlich auch. Die Reifen dürften dahin sein. Ja, ein bisschen Zeit verloren. Ging aber nochmal halbwegs gut hier. Moin, Oliver. So, jetzt wollte ich zu Wittmann. So, wer geht denn da geradeaus? Der Wittmann geht nämlich geradeaus, wollte gerade sagen. Der war ganz, ganz dicht dran am Kollegen hier. Gucken wir mal, ob er ausweichen musste. Wo ist denn der da vorne? Der BMW. Der Kvikoviak auf der 3 jetzt natürlich. Durch die Boxen Stops. Ja, ich glaube, der musste eher ausweichen. War sich nicht mehr sicher, ob er die Kurve bekommt. Deswegen fährt er hier geradeaus. Und ja, hinter dem BMW und vor dem Lexus immer noch. Hat sich also nichts groß getan. Alles gut. Aber könnte nochmal spannend werden hier. Ja, eigentlich hinter dem Podium, muss man ja sagen. Weil der Racer ja in die Box reingefahren ist. Der ja auf der 2 war. So, gucken wir mal. Also Boxstops werden jetzt mehr. Wir gucken mal kurz durch hier. Petersen ist gerade drin. Alan Racer haben wir gesehen. Kommt jetzt wieder raus. Auch Christian Buddy ist jetzt reingefahren. Und mal gucken, ja, ob Alan Racer da Position sogar verloren hat. Weiß jetzt nicht genau, wie viele Sekunden er da durch den kleinen Ausrutscher verloren hat. Müssen wir mal schauen, wenn dann die da vorne alle in die Box reingefahren sind. Die kommen nämlich gerade aus der letzten Kurve raus. Zumindest hier Matthias Lang. Mal sehen, biegt er ab? Er biegt ab hier kurz nach der Halbzeit. Chris Finn wäre der Nächste. Mal sehen, ob er nochmal draußen bleibt. Oder ob er sich jetzt auch schon mal wieder frische Reifen holt. Tut er wahrscheinlich. Aber der Ralf bleibt draußen und wird damit erstmal die Führung übernehmen. So ein paar Führungskilometer sammeln. Für eine Runde zumindest. Marc Wittmann kommt rein. Da sehen wir es ganz, ganz viele Autos jetzt hier in der Box. Plöger direkt dahinter, Siegenthaler direkt dahinter, Chris Conrad. Schauen wir mal. Der hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden dadurch den Unfall, aber ist weitergefahren. Scheint also nicht ganz so schlimm zu sein und bleibt tatsächlich nochmal draußen. So, Kunkel war ja schon und dann würde nur noch Jungkönig fehlen. Auch da bleiben wir ganz kurz drauf. Ansonsten, ja, fast alle schon drin gewesen tatsächlich. Also die ersten beiden plus Jungkönig, wenn er jetzt nicht reinfährt, fehlen nur noch. Ja, bleibt auch noch draußen. Ja, Axel, habe ich auch schon vermutet irgendwas. Aber vor allem die vorderen Positionen sind da gerne mal abgeflogen. Also angefangen von Schröter gleich in Kurve 3. Aber dann auch Wittmann, ne? Ja, Wittmann. Genau, Kunkel hatte die Strafe, Wittmann abgeflogen. Und dann haben wir den Racer gerade so ein bisschen abfliegen sehen. Zum Glück ohne großen Schaden. Also der dürfte nicht lange gestanden haben. Nicht länger als sonst, würde ich mal behaupten. Wo steht's denn? Ja, ein paar Sekündchen länger als sonst, aber jetzt nicht so erwähnenswert, muss man sagen. Ali Nick Schuld, ja, ja. So, jetzt kommen sie alle wieder raus hier. Gucken wir mal. Ui, das sah aber interessant aus. Plöger und Wittmann. Ah, Plöger hat auch nicht vorbeigekommen hier. Oh, da müssen wir nochmal zurückgehen, nochmal die Boxenausfahrt uns anschauen. Plöger war nämlich hier am Ferrari vorbeigegangen. Ich glaube, der war ja dahinter, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, genau. Die waren ja hinter Chris Finn, der da unten jetzt nämlich fährt. Also Plöger war hier eigentlich vorbei, aber hat hier ein bisschen gebremst, weil da Position 21 kam Kohlschütter und der Ferrari. Wittmann, der denkt sich, na, nutze ich das mal aus, hier den Geschwindigkeitsüberschuss und geht dann wieder vorbei. Sehr, sehr ärgerlich jetzt natürlich für den Patrick. Der dachte sich, juhu, beim Boxenstopp habe ich ihn endlich überholen können. Und zack, ist die Position wieder futsch. Ja, so kann es gehen. Ja, Chris Finn hat aber einen guten Boxenstopp. Würde ich mal behaupten, hat sich hier auf jeden Fall vor den beiden halten können. Matthias Lang ist da vorgeblieben, wie erwartet. Und Aaron Racer, der hat doch jetzt deutlich verloren, würde ich fast behaupten. Ja, der ist nämlich hinter Siegenthaler, Plöger und Wittmann und Finn. Aber der hat da 3-4 Positionen, glaube ich, verloren jetzt.
Der stand noch mal ein bisschen länger dazu noch, muss man auch sagen. Aber ja, der Fehler hat ihm jetzt doch ein bisschen was gekostet, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht kann er das ja aufholen. Siegenthaler sieht er hier vor sich ja schon. So, gucken wir mal. König kommt rein. Konrad ist noch draußen geblieben. Auch Ralf Kowiak ist draußen geblieben. So, gehen wir mal hin. War's mal. Ja, hinten sind die Abstände sehr groß. Da verpassen wir nicht wirklich was. Aber hier 12-13 haben wir einen schönen Zweikampf. Mal sehen, hier McLaren gegen Porsche. Moin, Andi. Hurra. Ach nee, doch nicht. Ja, genau so ist es nämlich. So, wenn er jetzt gut rauskommt, dann könnte er auf jeden Fall mal gefährlich werden. Gucken wir doch mal beim Bernd rein. Nee, kein Angriff hier. Aber Wittmann hat nicht wirklich viel verloren, obwohl er nochmal eine 5-Sekunden-Strafe hatte, ne? Ist trotzdem da eigentlich geblieben in der Gruppe, muss man sagen. Komischerweise. So, gucken wir mal. Porsche hält sich hier tatsächlich relativ wacker auf der Geraden. Also McLaren kommt jetzt sehr gut ran, aber das wird noch nicht so ganz reichen. Außer der Dive kommt da komplett, aber gehe ich mal nicht von aus. So ist es auch. Mikowiak ist jetzt reingekommen, damit fehlt nur noch Chris Konrad. So, mal sehen, ob er reinkommt, weil dann hätten wir die Boxenstopp soweit nämlich durch. Nee, er bleibt noch draußen. Also mal sehen, ob das für ihn sich irgendwie lohnt. So, jetzt gucken wir mal, war es mal Petersen. Da gab es doch das Überholmanöver. War ja wieder klar, kaum schalte ich hier weg. Mal gucken, hier aus der Schikane raus. Oh ja, da kommt der McLaren mit deutlich mehr Geschwindigkeit raus und kann sich hier direkt mal auf die Innenseite setzen. Und dann hat er ihn wahrscheinlich hier vor der zweiten Schikane überholen können. Beziehungsweise hier schon sehen wir es. Ohne große Probleme geht es also auf Position 11 für den Nick. Ja, aber wird auch nur mäßig begeistert sein, denn wir sehen es hier unter mir. 6 Positionen verloren. War eigentlich von der 5 gestartet. So, Plöger hinter Wittmann. Ein bisschen Abstand. War der Abstand ein bisschen größer geworden. Matthias Lang jetzt auf der 2. Dürfte aber dann wieder die 1 übernehmen, wenn Chris Konrad drin war. Damit haben wir Mikowiak. Wo kommt der raus? Wo ist Chris hin? Das ist nämlich auch nochmal interessant. Oh, der überholt ihn sogar hier. Also Mikowiak, der hat jetzt hier 2 Positionen verloren. Jetzt hier auf der 6. unterwegs. Also der ist tatsächlich hinter Wittmann und Plöger. Der war ja, glaube ich, vor den beiden, oder? Ich meine ja. Ja, doch, genau. Chris Finn davor. Ja, passt, genau. Ja, also er hat hier 2 Positionen verloren. Sonst hat sich da vorne nichts groß getan. An der Position zumindest mal. An den Abständen schon ein wenig. Denn Lang und Finn haben 12 Sekunden Abstand. Mal gucken, ob Matthias das hier nach Hause bringen kann. 23 Minuten muss er jetzt noch durchhalten, hier möglichst fehlerfrei durchzukommen. Kamera. So, mal sehen. Was kann Wittmann noch ausrichten? Leider einen kleinen Fehler gehabt. Deswegen jetzt hier, ja, Johnny auf Podiums- oder Siegkurs unterwegs. Wer hätte ja auch gute Chancen gehabt. Oder hat sie ja theoretisch immer noch. Kann ja sein, dass da vorne nochmal was passiert. So, Kunkel, der hätte auch sehr, sehr gute Chancen gehabt. Das wird, glaube ich, jetzt schwierig, auch wenn er gut unterwegs ist. Ist hier an Chris Buddy dran. An Christian Buddy, der bestplatzierte Audi heute. Ja, für den lief das Rennen dann doch ganz gut. Von der 18 auf die 9, also doch deutlich in die Punkte rein. Könnte jetzt ja eine Position zurückgehen, vermute ich mal fast. Denn der Kunkel ist ja doch sehr, sehr gut unterwegs gewesen heute. Nur ist die Frage, ob er hier irgendwo heil vorbeikommt. So, da unten sehen wir noch einen BMW. So, ja. Und Schröter immer noch ganz hinten, der Honda. Wir hatten ja 2 Hondas in der zweiten Startreihe. Jetzt ist es nur noch einer leider. Hat sich ja relativ früh verabschiedet, der Patrick. Oh, kam aber weit raus hier, der Kunkel. Wollen wir mal aufpassen. So, gucken wir bei Aaron Racer. Das ist nämlich hier der BMW, den wir eben noch gesehen haben. Der knöpft sich jetzt hier vielleicht Position 7 vor, den Ferrari von Siegenthaler. 1,3 Sekunden ist er nur hinterher. Letzte Runde war auch ein Tickchen schneller. Also mal sehen, was da so geht. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Jetzt ist Kunkel aber schon wieder schön im Windschatten dran am Audi. Lässt sich hier schön mitziehen. Aber das wird auch noch nicht ganz reichen. Da musst du schon sehr dicht dran sein. Früh auf der Geraden, damit du hier dich daneben setzen kannst. Und vielleicht den Gegner ausbremst. Aber hier hält er sich auf jeden Fall zurück.
hofft einfach, dass er vielleicht einen kleinen Fehler macht vor ihm. Kaum sage ich es, geht Chris Brady da ein bisschen weit und damit dürfte er vorbeigehen. Jawohl, da geht er vorbei und Christian Buddy damit auf der 10. Position. Immer noch sehr, sehr gut unterwegs, möchte ich aber mal sagen. Nick Wasma ist dahinter auf der 11. Und Pete, danke für dein Raid. Hoffe, ihr habt ordentlich was auf Laguna Seca gelernt. Konnte euch der Tom bestimmt ordentlich was beibringen. Und ja, herzlich willkommen alle. G-Head, Klaus, Charlie, Toron TV, der Maybachel dabei. Hoshi, Scarlett, Mr. Bandit. Der Bandit. Gott, hoffentlich verwechsel euch alle nicht. Aber herzlich willkommen hier. Und Pini, danke für dein Follow. Und Barnes, moin moin. Ja, wir haben noch 20 Minuten. 40 Minuten haben wir hinter uns. Hier beim 6. Lauf von der Racing League eSports. Und ja, gucken gerade, wo sich noch ein paar Zweikämpfe ergeben. Boxenstoppphase ist quasi gerade durch. Nur Chris Conrad ganz vorne fehlt. Und ja, vor allem die vorderen Positionen hat es heute irgendwie erwischt mit Fahrfehlern und Strafen vor allem auch. Also einer zumindest. Also da hat sich ordentlich was getan. Und wir gucken gerade, ob Aaron Racer, der auch einen kleinen Fehler hatte, ein paar Positionen verloren hat, sich jetzt hier gleich den Siegenthaler schnappen kann. 0,8 Sekunden. Der kommt hier also näher und näher. Gehen wir doch mal wieder hier in die Heckperspektive. Mal sehen, den BMW noch ein Tickchen zu weit weg. Aber wie gesagt, gucke ich mal letzten Durchlauf. Da war der Racer, ja, 4 Zehntel schneller. Hat da gut was aufgeholt. Können wir uns ja, ups, falscher, kurz anholen, aufholen, genau, angucken. Ja, da sehen wir, dass Racer tatsächlich einen Tick schneller war die letzten 3 Runden. Gute halbe Sekunde. Ja, also könnte sein, dass uns da was erwartet. Kunkel war ja hier am Audi vorbeigegangen von Christian Buddy. Da wird der Abstand eher größer werden. So, was tut sich vorne noch? Was macht Wittmann auf der 4? Der auch hier ganz vorne unterwegs war, hatte einen kleinen Fahrfehler. Deswegen jetzt doch nur auf der 4 unterwegs. 3,6 Sekunden fehlen ihm zu Chris Finn, den wir hier unten sehen, den Honda. Und wir sehen auch, es geht so in den Abend hinein. Wir haben hier gleich 19 Uhr am Abend. Und ja, schon eine relativ schöne Lichtkulisse hier. Also dunkel wird es natürlich nicht. Nach Regen sieht es auch überhaupt nicht aus. Temperaturen bleiben relativ ähnlich. Ah, jetzt ist Racer doch schon ganzes Stück gut dran hier. Axel Weiß, also er ist mit Controller mal gefahren, aber ich meine, oh, während wir hier sehen, wie Siegenthaler die Lenkung öffnet, zum Glück muss man sagen, hat das gut gesehen. Racer geht da auf der Innenseite vorbei. Buddy war auf jeden Fall mit, oder ist er immer, ich weiß zwischenzeitlich, hat er eigentlich ein Lenkrad. Jetzt weiß ich, ob er jetzt wieder mit Controller fährt. Aber ein Lenkrad hatte er zwischenzeitlich, das weiß ich. Ja, aber mit Controller könnte ich überhaupt nicht fahren, während Chris Conrad jetzt der Letzte ist, der in die Box geht. Damit nehmen wir die Boxenstopps mal raus. Mal sehen, wo er rauskommt. Damit haben wir hier jetzt wieder ein boxenstoppbereinigtes Feld. Matthias Lange auf der 1. Jetzt hier gerade in der 23. Runde unterwegs. Da haben wir dann Chris Finn auf der 2. Der, ja, vielleicht von Wittmann nochmal Besuch bekommt. Wissen wir nicht. Gucken wir mal. 3,5 Sekunden halten sich hier. Letzte Runde waren sie nahezu gleich schnell auf die Zehntel. Genau. Hallo, Pete. Ja, ich habe gar kein Gefühl mit dem Controller. Also, Gas geben, bremsen geht ja vielleicht noch, aber lenken, keine Chance, ey. Also, bei Need for Speed kriege ich das hin, aber nicht bei ACC oder sowas. Ja, Blöger auf der 4. 6 Positionen gewonnen. Wenn Chris Conrad, der gerade rauskommt, wollte ich sagen, draußen ist, können wir uns noch mal, ups, die Position Deltas angucken, wollte ich sagen. Mikowiak mit einem kleinen Fehler. Was da passiert? Ach, gar nichts Spektakuläres, aber rechtes Auto oder rechte Seite vom Auto leicht abgehoben. Aber alles gut, geht hier sofort weiter. So, Position Delta schauen wir uns mal an. Und ja, ist eigentlich keiner aus seiner Startposition geblieben. Patrick Schröter, wie gesagt, hier der große Verlierer des Renns, würde ich mal sagen. Aus Eigenverschulden, leider. So ist das, ja, muss man sagen. Aber Buddy auf der 9 mit 9 Positionsgewinn, einer der großen Gewinner, genauso wie Matthias Lang vorne. Hoffen wir mal, dass er hier keinen Fehler hat oder Fehler macht und sich eine Strafe holt. Ich schaue gerade mal wieder in-game, ob es inzwischen Strafen gibt durch irgendwelche Boxenstoppfehler oder so. Nein, müsste alles hingehauen haben bei den Boxenstopps. War keiner zu schnell. Sehr, sehr schön. Ja, Wittmann, 1 Position verloren. Und Kunkel durch die DT sehr, sehr früh nach hinten gefallen. Wenn der neue Rechner fertig ist, ja.
hoffe, das ist ein deutlich besserer. Wahrscheinlich dann. So, gucken wir mal. Wittmann, 3 Sekunden. Bisschen näher rangekommen, aber dauert noch etwas. Siegenthaler Racer. Racer ist hier vorbeigegangen, ja. Oh, Maybache, danke für dein Follow. So, Buddy. Ja, könnte hier von hinten mal wieder Besuch bekommen. Kunkt inzwischen 6,5 Sekunden weg. War's mal, der ist jedoch, glaube ich, in recht großen Schritten rangekommen. Letzte Runde, fast 1,5 Sekunden schneller gewesen. Gucken wir mal, letzten 3 Runden, insgesamt 1,5 Sekunden. Ja, manchmal stimmt das nicht ganz überein hier. Aber die Tendenz stimmt auf jeden Fall. War's mal hier, der McLaren könnte sich hier die 9. Position holen. Viertelstunde ist ja auch noch Zeit. Die 40er-Reihe gibt es auch schon. Ich habe eine 2060, super. Aber ihr tut ihren Dienst. So, Kai Moll, auch schon länger nicht mehr im Stream gehabt. Hier 1,3 Sekunden haben wir ihn hinter Chris Konrad, der ja eben erst aus der Box kam. Also kann noch nicht so ganz seine Pace fahren wahrscheinlich. Mal sehen, 2 Positionen ging es nach vorne. Mal sehen, ob es gleich eine wird. Oder ja, nach vorne 2,6 Sekunden ist auch nicht super weit weg, der Bernd Petersen. Der hier im Porsche im einzigen unterwegs ist nur noch. Der andere ist leider nicht mehr dabei. Jetzt ist was mal am Buddy dran. Ging dann doch etwas zügiger hier. Gott, muss ich mir bald eine neue Grafikkarte kaufen? Aber eigentlich läuft alles super. ATC habe ich auch relativ hoch gestellt. Ich glaube, die Schatten habe ich ein bisschen runter gemacht und den Spiegel. Aber ich denke, sieht trotzdem alles ganz schnieker aus hier. So, jetzt sind wir durch Ascari durch. Und immer, wenn ich hinten drauf bin, Ascari, verlieren die Leute ihr Auto, habe ich das Gefühl. Liegt ja wahrscheinlich gar nicht an mir, sondern daran, dass direkt einem Nacken habe, während Kohlschütter da hinten im BMW off-track ist. Und jetzt, Gott, Außenkamera machen. Sehen wir, wie der McLaren außen angreift und kann sogar zuziehen hier. Also außenrum einmal überholt. Ich weiß nicht, hat er Schaden oder so? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall hier dann auch zügig vorbeigekommen, der Nick auf die 9. Position. 8,84 Sekunden zu Kunkel. Der aber, ja, wie gesagt, auch sehr, sehr gut unterwegs ist hier. Letzte Umrundung eine 50,6 gefahren. Ist aber auch ein Tickchen langsamer als da vorne. Da vorne sind die 49er gefahren auf den ersten 3 Positionen. Auch der Wittmann, der jetzt hier näher und näher kommt. 2,6 Sekunden. Also wieder ein paar Zehntel abgeknapst. Könnte aber super eng werden, um tatsächlich den Honda nochmal gefährlich zu werden da unten. Weil die hat Schaden. Ah, okay. Das wird es natürlich erklären dann. Na, mal gucken, ob Bernd Petersen sich ihn auch noch eng schnappt, aber da sind es erstmal 9 Sekunden, also erstmal ein bisschen Luft. Mann, Andi, ganz schön frech von dir, hier die Leute zu überlesen. So, was ist hier los? War es mal ein Fehler gemacht? Schon wieder Position verloren. Ah, ein bisschen zu schnell in die zweite Schikane rein. Naja, das war ein kurzes Gastspiel auf der 9. Aber wir können davon ausgehen, dass er hier in den nächsten 12, 13 Minuten wieder vorbeikommen wird. Während Hofmann an Schäfer vorbei ist. Gucken wir nochmal 10 Sekunden zurück, der hier auf der Innenseite verteidigt hat. Ja, ob der Schaden hat, weiß ich nicht. Der hatte vorhin Schaden, war aber in der Box. Also denke mal, dass das nur jetzt ein Anzeigefehler ist hier vom McLaren. Auf jeden Fall der McLaren jetzt hinter dem McLaren von Hofmann. Okrug hat leider abgestellt. Schauen wir mal kurz zurück, was ist passiert. Ui. Wie hat er das denn geschafft hier? Ist eigentlich nur eine Gerade, aber ist da ein, zwei Mal komplett eingeschlagen. Werden da 2 Autos mal side by side vorbeigehen. Müssen, glaube ich, hier Buddy und Wasma gewesen sein. Der hat sich jetzt hier zurückgesetzt, damit das Rennen hier leider auch beendet. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Ja, Kohlschütter, der hat, glaube ich, inzwischen auch schon wieder repariert, auch wenn es hier nicht so aussieht. Oder auch nicht. War vor 20 Minuten das letzte Mal drin. Der hat hier irgendwie doch weiter. Naja, gut. Auf der 20 auf jeden Fall Patrick Schröter hier. Ja, was heißt abgeschlagen? 8 Sekunden hinter Kohlschütter. Wird natürlich die Position von Okrug gleich übernehmen. So, jetzt ist es wieder passiert. Der Audi wieder hinter dem McLaren. Das ist aber ja keine große Überraschung, muss man sagen. So, jetzt gucken wir mal hier. Petersen, der bekommt Besuch von hinten von Chris Konrad und Kai Moll. Also ein BMW und Audi hat er jetzt hier im Nacken. Schön 3 Marken hier im Dreikampf, denke ich mal. Vorne passiert nicht super viel. Finn 10 Sekunden hinter Lang, Wittmann 2,3 Sekunden. Also da werden die Abstände, wenn überhaupt, nur minimal kleiner. Könnte sein, dass das nicht mehr reicht, damit er, oder damit wir da vorne nochmal 2 Kämpfe sehen.
Ja, der ist voll eingeplankt. Wissen nicht genau warum, weil da gibt es so einen kleinen Linksknick, aber da muss man den Curb schon ordentlich mitnehmen, damit man das Auto verliert. Sonst geht es ja im Prinzip nur geradeaus. Daher habe ich mich dann ein bisschen gewundert, warum er das Auto verloren hat. Weil Fremdeinwirkung haben wir da jetzt nicht ausmachen können. So, kuschelt er jetzt doch in die Box rein und Marc Wittmann mit der schnellsten Runde. 49.067. Ja, davor waren die jetzt doch ein Stück langsamer. Chris Finn 49.5 und Lang 49.9. Während wir gerade den Angriff von Chris Konrad gegen Kai Moll sehen, vor der Ascari, haben wir heute gar nicht so viel Zweikämpfe gesehen tatsächlich. Aber wir sehen es hier, wenn du innen anfährst, da trägt es sich hier quasi in der mittleren Passage der Schikane ein bisschen raus. Aber ja, Kai Moll hat er jetzt nicht nochmal angreifen können. Gucken wir nochmal aus seiner Perspektive vielleicht. Ah, da selber die Kurve nicht ganz bekommen, deswegen. Schon gewundert, hätte erwartet, dass er nochmal angreifen kann auf der linken Seite vom BMW. Aber so Chris Konrad doch auf der 12. Position geblieben. So, Schröter damit auf der 19 wieder. Aber hat ein, zwei Runden Rückstand, also da wird es wahrscheinlich heute nicht in die Punkte gehen. Moin Pete Pohl, noch ein Pete. Ja, also hat sich doch relativ beruhigt. Gucken wir jetzt nochmal, was hier zwischen 11 und 12 passiert. Und dann geht es in die Schlussphase rein. Patrick Schröter jetzt aber mit der schnellsten Runde immerhin. 49.032. Nochmal 300stel schneller als der Marc Wittmann auf der 3. Na, wenigstens das ist ihm geblieben. Aber zeigt natürlich, hätte, wäre, könnte, wie immer, ohne Unfall, hätte er vorne mitspielen können. Wäre nochmal vielleicht mehr interessant, oder mehr interessant, genau, interessanter gewesen. Genauso, wenn Wittmann da keinen Fehler gehabt hätte und Kunkel keine Strafe. Also Potenzial war auf jeden Fall dafür. Schöne Zweikämpfe vorne. Die haben sich leider nach und nach da vorne verabschiedet, mehr oder weniger. Ein, zwei Autos haben es ja geschafft, wieder nach vorne zu kommen. Ja, aber so kann es gehen. Und abgesehen von dem Vorfall Kurve 3, Kurve 1 alles gut gegangen. Kurve 3 war natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Aber sonst haben wir hier wenig Unfälle gesehen. Ein, zwei Berührung gab es, glaube ich, Chris Konrad hinten einmal drauf, hat aber auch die Strafe dafür bekommen, 15 Sekunden und ja, guckt, dass er jetzt hier nochmal zumindest eine Position gut macht, danach haben wir 10 Sekunden zu Buddy. Aber mal sehen, ob man da nochmal hinkommt, weil Petersen, ja, der hat jetzt hier zu tun, muss man sagen, aber ist da jetzt nicht wirklich rangekommen an den Vordermann, wird ihn jetzt gerade auch nicht interessieren, denn der BMW hängt ihm hier schön im Nacken, mal sehen, ob er auf die Innenseite geht, ob er mit dem Angriff rechnet. BMW, ja, kommt zumindest mal nicht daneben. Schröter mit einer gelben Flagge angeblich in der Ascari. Ja, wir bleiben mal kurz drauf, denn der BMW kommt hier noch ganz gut raus jetzt. Und hier außen ist der Weg so lang. Ja, eigentlich müsste BMW sich durchsetzen können am Ende der Geraden. Sollte der BMW doch schneller sein als der Porsche. Noch kann der Porsche da so halbwegs nebenbleiben. Aber kann Chris Konrad jetzt vielleicht ein bisschen links rüber gehen, dass er die Kurve ein bisschen von außen anfahren kann. Jetzt kann er rübergehen. Reicht also gerade so, hier vor der Schikane vorbeizugehen. Und Schröter hatte irgendwie einen kleinen Ausritt. Weiß nicht, ob es einen Einschlag gab. Rein optisch würde ich sagen, nein. Aber wie gesagt, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. So, also Ben Petersen jetzt hier auf der 12, Chris Konrad auf der 11. Damit 3 Positionen insgesamt gewonnen. Ja, Top 10... wird jetzt sehr, sehr schwierig aus eigener Kraft. 7,5 Minuten, 10 Sekunden Rückstand. Ja, müsste schon deutlich schneller sein als der Buddy. Aber müssen wir mal schauen hier, die 10 Sekunden. Ja, auch Wittmann jetzt nicht wirklich näher gekommen. 3 Sekunden. Chris Finn ist aber näher rangekommen. Eine Sekunde zumindest. Wird Matthias Lang jetzt nicht unbedingt beunruhigen. Denn selbst wenn Chris Finn hier pro Runde eine Sekunde aufholt, wird Matthias Lang da doch recht komfortabel ins Ziel kommen. Er darf hier einfach keinen Fehler machen. Hier sehen wir ihn nochmal, den 88er. Ja, geht langsam hier in den Abend hinein. Wir sehen es. Leichte oder schöne Lichtstimmung hier. Ein bisschen rötlich. Weiß gar nicht, ob das irgendwie blendet oder so schon. Na, hier ist es eh ein bisschen schattiger, Lesmo schon. Aber da sehen wir es in den Bäumen vielleicht ein bisschen die Reflexion. Fahren mal ein paar Kurven mit. Schauen mal, wie die Lichtverhältnisse sind. Ist schon ein bisschen bewölkter als am Start. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir hier ja keine blendende Sonne haben. Ja, jetzt hier kurz vor Schluss ist es dann doch etwas ruhiger geworden. Ein paar Autos haben sich leider verabschiedet.
20 Autos haben wir hier noch auf dem Server. Wie viel haben wir jetzt verloren? 3 oder 4, glaube ich. War doch schon so ein paar. Aber waren, glaube ich, alles, soweit ich es gesehen habe, durch Unfälle und so weiter. Also waren jetzt keine Disconnects, so wie wir das zumindest mitbekommen haben. Eine DT haben wir gesehen. Ich kontrolliere aber nochmal, ob noch irgendwas offen ist. Nein, eine DT, 2 Zeitstrafen, glaube ich, gab es. Also hat sich heute wirklich im Rahmen gehalten. Auch für ein Monsterrennen, muss man sagen. Also da musste die Reko heute nicht härter durchgreifen, wie es angekündigt war. Wenn es denn nötig sein sollte heute, lief dann doch ganz in Ordnung alles heute ab. So, Kohlschütter wieder unterwegs, sehr schön. So, gehen wir mal ein bisschen durch. Platz 3 haben wir also Marc Wittmann. Patrick Plöger hier, der Lexus, hat auch 6 Positionen gewonnen. Hat sich also weiter in die Top 10 reinfahren können. Mal sehen, ja, nach vorne, nach hinten wird nicht mehr viel passieren. Ralf Kmikowia kam wir dann hier auf der 5. Position. Auch da ging es gut nach vorne. Genauso wie Aaron Racer. Der, wo ist der denn gesamtplatziert? Auf der 28 nur. Ja, der hat im letzten Rennen in Barcelona die ersten 6 Punkte geholt. Davor gar keine Punkte. Ist auch, glaube ich, nicht immer angetreten. Also heute mal, ja, doch sehr, sehr viele Punkte geholt. Und damit sollte es in der Gesamttabelle ein ganzes Stück nach vorne gehen. Dahinter haben wir Sven Siegenthaler auf der 7. Position. Auch da ging es 4 nach vorne. Da haben wir den Markenkollegen, der 3. Ferrari heute hier auf der Strecke. Julian Kunkel, der sich heute deutlich mehr ausgerechnet hat. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob die DT durch falsche Startplatzierung war oder so. Hat ja eine relativ frühe DT. Ich glaube nicht, dass er sich da in 3-4 Runden 4 Cuts geholt hat. Naja, aber im Endeffekt hier auf der 8. hätte auch deutlich weiter vorne sein können. Nick Wasmer haben wir dann hier mit der 63, den McLaren. Ja, der Erste, der hier einiges verloren hat. 4 Positionen immerhin. Also fast hier aus den Top 10 rausgerutscht. Christian Buddy haben wir auf der 10. Auch wenn er jetzt hier auch mal mit ein bisschen Schaden rumfährt. 8 Positionen gewonnen. Ich denke, da wird er recht zufrieden sein. Also wenn er in den nächsten Rennen vielleicht in den Qualifikationen ein bisschen weiter vorne steht, weil ich glaube, Barcelona stand da auch etwas weiter hinten, dann würde es vielleicht nochmal weiter nach vorne gehen. Weil der ist hier im Split eigentlich auch nicht so schlecht unterwegs. Top 10 ist da eigentlich immer drin. Gucken wir dann nächstes Mal Indianapolis. So, Chris Conrad haben wir dann hier auf der 11. 3 Positionen ging es hier nach vorne. Dann haben wir den einzigen verbleibenden Porsche noch, Bernd Petersen. Der ist 2,9 Sekunden ja noch dran, muss man sagen. Aber Abstand wird da ja größer. Wurde ja überholt vom BMW. Kai Moll, 2,9 der Audi. Man weiß nicht, ob der nochmal gefährlich wird. Gucken wir mal kurz hier. Ja, tut sich nicht so viel in den letzten 3 Runden. 0,2 Sekunden Unterschied. Dann haben wir noch den BMW von Jungkönig auf der 14. Auch da ging es ganz gut nach vorne. Hier 6 Positionen. Kannst du nicht meckern. Thorsten Hofmann, der McLaren auf der 15. Ralf Schäfer. Ja, heute ein, zwei Mal Off-Track gesehen hier. 4 Positionen insgesamt. Ging es auch da nach hinten. Hatte leider auch schon, glaube ich, einen Einschlag. Den er aber, wie gesagt, repariert haben dürfte inzwischen. Dann haben wir hier den nächsten BMW mit der Nummer 70, Schraubing Sim Racer, der Achim Pfeiffer. Ja, auch da ging es ein bisschen nach vorne, eine Startreihe sozusagen. Thorsten Käser auf der 18, da ging es leicht nach hinten. Patrick Schröter, ja leider von vorne nach hinten durchgereicht worden, gleich am Anfang. Also der hat hier das Rennen eigentlich nur noch beendet, geguckt, ob vielleicht noch ein bisschen was geht und darauf gehofft, dass der eine oder andere vom Server geht. Ist ja auch so passiert, aber ja, am Ende leider doch eher weiter hinten. Kai-Uwe Kohlschütter, den haben wir hier. Der hat auch schon eine Runde Rückstand. Hier steht zwar 18, das stimmt nicht ganz. Ist nur eine hier auf der 20. Position. Fahre ich da mit? Wann und wo? Aber wenn du das sagst, wird das schon stimmen. So, 1 Minute 50 noch. Der Führende gerade übers Ziel gegangen. Müssten noch 2 Runden, glaube ich, sogar sein. Schauen wir mal. Also nicht mehr so viele Runden. Marc Wittmann jetzt doch mal mit der schnellsten Runde. 1:48.930. Ich weiß gar nicht, das ist die erste 48er hier. Samstag Imola? Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich wüsste nicht, dass ich demnächst Imola fahren würde. Was war Kunkel los? Achso,
Anzeigefehler, ich dachte gerade, stand kurz, dass er an die Box fährt und der Abstand ganz klein wurde, aber alles gut hier, fährt hier auf seiner achten Position rum. Ja, bleiben wir ein bisschen auf dem Führenden, aufpassen, jetzt hier nicht das Auto noch verlieren. Das wäre ein bisschen unnötig. Wir sehen, Chris Finn ist gut rangekommen. Hier 7,5 Sekunden nur noch. Kommt da doch näher und näher. Aber es wird hier locker reichen, das Ding zu holen. Einfach das Auto nicht verlieren. Und dann holt sich der Matthias Lang hier die volle 30 Punkte sind es, glaube ich. Ich gucke mal kurz in der Gesamtwertung auf. Der 7. Position liegend. Ja, interessant. Die ersten 3 Rennen nicht gefahren. Dann den Sieg gleich in Silverstone geholt. In Barcelona letztes Rennen 22 Punkte. Das ist auch irgendwas in den Top 10, glaube ich. Und jetzt vielleicht nochmal ein Sieg 30 Punkte. Also der hat hier ja richtig aufholen können. Mal sehen, ob er im Laufe der Saison auch hier ein Kandidat für den Gesamtsieg sein sollte. Ist ja doch relativ spannend immer noch, muss man sagen. Auch natürlich dem geschuldet, dass nicht immer alle dabei sind. Aber keiner, der da jetzt ständig gewinnt. Wie gesagt, wir haben 5 Rennen gehabt, 5 Sieger. Und da hören wir es gerade, passt ziemlich genau eine Runde noch. Matthias Lang gehört auch dazu. Könnte also der Erste sein, der sich hier den 2. Sieg in der Saison holt. Also mal sehen, schon, was da noch rauskommt. Die nächsten Rennen sind ja noch viele Monate unterwegs. Ja, damit haben wir auf den ersten 4 Positionen 4 Marken. Das ist natürlich auch schön. Sind ja vorne mit 2 Ferraris gestartet. Einer davon auf der 3. Die beiden Hondas. Ja, hat sich einer auf der 2 gehalten. Der Chris Finn, der, ja, wie gesagt, einen sehr, sehr schlechten Start hatte, was auch immer da los war. Auch da hätte, wäre, könnte, hätte ein Start gut erwischt. Vielleicht wäre es dann noch spannender geworden. Aber es ist heute doch ein bisschen verwehrt geblieben da vorne. So, 21 Grad Strecke, 21 Luft. Bisschen kühler geworden, bisschen schattiger. Aber denke, die Wetterbedingungen waren sehr gut, haben sich nicht groß geändert. Aber gut, wir fahren ja nur eine Stunde. Mal sehen, wie es dann nächste Woche wird. Wie gesagt, 90 Minuten auf Indianapolis. Da geht es also nach Amerika. Das nächste Woche direkt schon, ne? Ja, 24. Oktober. Genau. Danach haben wir wieder eine Woche Pause. Und dann geht es am 7. November weiter mit dem Nürburgring. Ja, siehst du. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Und letztes Rennen ist am 20. Februar in Kota oder auf Kota. Ja, da wird es mit den DTs auf jeden Fall ein bisschen interessanter als hier heute. So, letzten Meter jetzt, während Kmikowiak jetzt irgendwie nochmal am Plöger rangekommen ist. 1,6 Sekunden, gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt natürlich wollen wir die Zieleinfahrt nicht verpassen. Der Matthias Lang hier, ja, mit einer guten Leistung, mit ein bisschen Glück natürlich auch, wird hier sich die 30 Punkte holen. Und das Erste oder der Erste sein, der sich 2 Siege holt in dieser Saison. Glückwunsch an der Stelle. Jetzt ist es offiziell. Chris Finn auch nochmal, ja, am Ende sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Hier 8 Sekunden dahinter. Holt sich immer in Position 2. Und Marc Wittmann, der ist auf der 3. Position. Jawohl. Auch da nochmal Schadensbegrenzung betrieben. Patrick Klöger von der 10 auf die 4. Denke, der wird heute zufrieden sein. Hatte, glaube ich, auch keine Fehler drin. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also ein sehr, sehr starkes Rennen vom Lexus-Piloten. Direkt dahinter Kmikowiak. Ja, der ist zwar nochmal rangefahren, aber nicht vorbei. Dann haben wir Aaron Racer. Ja, auch da hätte es vielleicht ein bisschen weiter vorne sein können. Aber Platz 6 ist ja auch ein solides Ergebnis. Siegenthaler hier von der 11 auf die 7. Johann Kunkel leider nur auf der 8. Ist von vorne gestartet. Aber ja, durch die DT war das Rennen dann irgendwie doch schon gelaufen. Bei einer Stunde holt sie das auch nicht unbedingt auf. Dann haben wir Nick Wasmer auf der 9. Dann kommt der Christian Badi auf der 10. Position. Auch einer, der die oder mit am meisten Position gewonnen hat. Hat auf jeden Fall nochmal ein paar Pünktchen holen können. Fährt eigentlich relativ regelmäßig in die Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na, abgesehen von Silverstone, sonst ist er immer in den Punkten gelandet. Aber heute auch. Dann haben wir Chris Konrad, der, glaube ich, schon durch ist. Fährt hier in die Box rein auf der 11. Petersen haben wir hier auf der 12. Was ist bei Chris Konrad? Nee. Ah. Oh, okay, er ist in der Box ins Ziel gefahren. Ich glaube, Petersen ist sogar noch vorbeigefahren. Eieiei. Chris Konrad nochmal hier Punkt liegen lassen. Dann haben wir keinen Moll auf der 13. Jungkönig haben wir hier auf Position 14. Hofmann auch schon in der Box auf der 15 oder im Ziel vielmehr. Schäfer auf der 16, Pfeiffer 17, dann haben wir Thorsten Käse auf der 18, Patrick Schröter auf der 19, schade leider heute, und Kohlschütter kommt als letztes übers Ziel auf der 20, alle anderen 3-4 Autos leider nicht mehr auf dem Server.
So, jetzt weiß ich gar nicht, ob es Interviews gibt oder so. Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, nicht unbedingt. Letztes Mal zumindest gab es keine. Weiß nicht, hatte keiner Lust oder vergessen. So, jetzt gehen wir erstmal hier wieder zur Garage. Gucken mal auf Fahren einmal, damit wir ein Bild im Hintergrund haben. So. Ah, wunderbar. Mensch, haben wir das Rennen auch hinter uns gebracht. Und ich glaube, wir können sagen, lief doch sehr, sehr gut. Keine, oder nicht viele Kollisionen haben wir gesehen. Die eine Kollision, wie gesagt, mit Patrick Schröter da, sehr, sehr unglücklich. T1, die Schikane, die wir hinter mir sehen, lief alles super. Im Laufe des Rennens auch keine großen Karambolagen oder irgendwas. Und Strafen haben wir auch nur eine DT gesehen, glaube ich. Zwei Zeitstrafen, hat sich wirklich im Rahmen gehalten. Also wenn das immer so wäre, wäre das doch ganz schön. Ja, dann gucke ich mal, wohin wir raiden. Wer ist denn hier noch unterwegs? Ist hier keiner unterwegs? Doch. Warte mal, wird hier noch was gefahren? Oh ja. Weil wir kein Lambo heute dabei hatten, raiden wir mal zu jemandem, der Lambo fährt. Nämlich zum Turbosocke. So, ja, also Raid startet. Dann bedanke ich mich an Pete nochmal für den Raid. Schön alle, die noch dabei geblieben sind. Danke natürlich auch an alle, die an Anfang an dabei gewesen sind. Morgen geht's weiter mit LFM. Da habe ich vor, wieder R-Factor zu streamen. Also gucken wir uns dann Road America an und Suzuka, also Teil davon, Alpine. Schauen wir mal, ob das morgen dann wieder alles funktioniert. Letztes Mal gab es ja auch wieder ein bisschen Probleme, aber ich habe ein bisschen getestet und sollte wieder funktionieren. Ansonsten, ja, Donnerstagabend gibt es dann wieder ACC-Action bei LFM, Mittwoch Pro Series. Das macht dann der Andi, der heute auch schon dabei war. Da werde ich nicht streamen. Aber ansonsten, ja, gehen wir zur Turbosocke rüber. Lasst mir da ein paar Grüße da. Gerade auf Laguna unterwegs im Rennen noch 12 Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann, wie gesagt, bis morgen, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.